Das ist aus dem Koran, Sure 33, Vers 37, die Auslegung dazu. Okay, warte mal, jetzt kannst du noch mal dieses, also ich sag mal so ungefähr so in 15 Minuten wäre ich bereit, mein Tafsir. Ich muss hier ganz kurz ein paar Sachen erledigen. Wegen Arbeit. Du hast doch nicht das Buch von Al-Qurtubi zu Hause, oder was? Nein, nicht von Al-Qurtubi, aber ich habe andere, ich möchte gerne von anderen Tafsirs hören, wie die darüber berichten. Ja. Ja, die akkurateste Geschichte findest du hier bei Al-Qurtubi, ne? Ich weiß nicht, so ganz alte Gelehrten, so ganz alte Dingens höre ich nicht. Oder lese ich nicht so gerne. So diese ganzen old Gelehrten, sage ich mal so. Willst du an, wie alte Gelehrten? Die sind doch näher ran an Mohammed. Wen sollst du zuhören? Jemand, der mit Mohammed gesprochen hat, oder jemand, der 800 Jahre nach Mohammed kam und hat gesagt, ich habe das in einem Kaffeesatz, in einer Tasse gelesen, was dieser Vers bedeutet? Was glaubst du? Wem glaubst du mehr? Also guck mal, ich sag ja nicht, dass jeder Oldschool irgendwie verfälscht ist oder falsch ist, aber nur umso älter, umso sicherer muss man halt auch gehen, ne? So, es gibt sehr viel, extrem viele Testfilms über den Koran. Also ich weiß nicht, sehr, sehr, sehr viele. Ja, aber die besten, die größten sind eben Ibn Kathir, Al-Qurtubi, was der hier Bruder Amir gerade dir vorgelesen hat. Die Tabari, Al-Jalalain, Ibn Abbas. Wer entscheidet das? Sagt das dir? Ja, guck mal, ich hab's hier direkt vor mir. Ich hab's hier direkt vor mir, hier auf Al-Maktaba, also die Bibliothek der Muslime, Archiv des Ahlul Hadith Forum. Das ist auf der Seite 64 im 180. Ich weiß nicht, wie man das hier liest. Auf jeden Fall ist das die arabische Seite und hier wird es genauso beschrieben, wie ich das gesagt habe. Al-Qurtubi erwähnte es in seiner Interpretation. Muratel sagte, dass der Prophet Gottes, Gebete Frieden sei auf ihm, Zeynep heiratete bin Jasch mit Said und sie blieb eine Weile bei ihm. Dann Friede sei mit ihm. Er kam eines Tages zu Said und fragte nach ihm und er sah Sein stehen und sie war weiß, schön und groß und eine der vollkommensten Frauen der Quraysh. Er drehte es um und sagte, Ehre sei Gott, derjenige, der Herzen ausflippen lässt. Also Zeynep hörte das Lob Gottes und erwähnte Said. Said wurde aufmerksam und sagte, O Gesandter Allahs, gib mir die Erlaubnis, mich von ihr scheiden zu lassen, denn in ihr steckt Arroganz. Sie verleugnet mich und verletzt mich damit. Dann sagte er, Friede sei mit ihm, behalte deinen Mann und fürchte Gott. Es wurde gesagt, wenn Gott einen Wind sandte, hob sie den Vorhang auf und Zeynep war in ihrem Haus. Er sah Zeynep und er fiel auf ihn. Und es kam Zeynep's Seele in den Sinn, dass es auf die Seele des Propheten fiel. Also das gefiel ihr. Möge Gott ihn segnen und sie Frieden schenken. Und da kam er und fragte nach Said, also kam Said und sie informierte ihn darüber. So kam es in den Sinn, Said wollte sich von ihr scheiden lassen. Wahnsinn, ne? Würdest du zu einer verheiratet? Auf jeden Fall, diesen Tafsir würde ich auf jeden Fall auch für meinen gelehrten Büchern, sage ich mal so, einmal lesen. Was machst du, wenn du herausfindest, dass der Charakter deines Propheten doch nicht so toll ist? Das wäre echt schon krass. Das wäre schon echt krass. Stell dir mal vor, das ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Sadr al-Amin, der vertrauenswürdigste. Ist ja. Er also so vertrauenswürdig, dass man ihm so vertrauen kann, dass wenn du nicht zu Hause bist, der klopft an deiner Tür, deine Frau macht die Tür auf, er flirtet mit deiner Frau, begehrt sie in seinem Herz und spannt sie dir aus? Ja, nur wenn die hübsch ist, ne? Die hatte eine atemberaubende Figur. Hätte die eine fette Figur, dann ist deine Frau sicher. Vor Mohammed. Deswegen steht er ja in Tafsir, heißt es ja, sie hat eine atemberaubende Figur. Und das hat Mohammed gefallen. Ey, mega, mega scheiße, Wallah. Joni, guck mal hier. Mohammed wurde mit 20 Privilegien vor allen Muslimen und allen Menschen bevorzugt. Guck dir das mal an, wenn seine Frau wenn seine Augen auf deine Frau fällt, musst du dich scheiden lassen, damit Mohammed sie pumpen kann. Guck dir das mal bitte an. Das lesen wir aus dem Tafsir von Al-Qurtubi auf der Seite 423. Punkt 10. Sollten die Augen des Propheten auf eine Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht ihres Ehemanns, sich von ihr scheiden zu lassen, damit der Prophet sie in ungestört pumpen kann. Ibn al-Arabi sprach, dies geschah auch im Falle Zeynebs. Zeynep war Mohammeds Schwiegertochter. Er begehrte sie und nahm sie zur Frau, nachdem er seinen Sohn dazu zwang, sich von ihr scheiden zu lassen.
Der Typ spannt deine Frau aus von den ganzen Muslimen. Das muss ich auf jeden Fall lesen. Jede Frau, die der Mohammed sieht mit seinen Augen und ihm gefällt, auf der Stelle müsste der Muslim seine Frau scheiden lassen, damit der Mohammed sie nehmen kann. Das ist Islam. Das ist der beste Mensch. Boah, das habe ich zum ersten Mal gehört. Also all die Jahre habe ich sowas noch nie gehört. Bist du? Gott sei Dank bist du. Das von jemandem hören, der nicht meine versteckt gewesen. Das hört sich eher so nach Feindseligkeit an. Das riecht hier echt nicht gut gerade. Das ist, also ich habe es auch noch nie gehört. Also wenigstens müsste ich das von meinen perversen Onkeln hören, weil die sind ja so. Mindestens von meinem perversen Onkel. Ja. Ist das heftig, von meinem perversen Onkel. Diese Amjas, die Amjas waren immer nur streng, diese perversen. Die Amjas, die sind nur, die erzählen nur, ja, ich hab die weggeknallt damals und ich hab die weggehauen. Ja, aber das ist genau dasselbe, siehst du? Das ist so krass. Ja, aber es kann sogar sein, Amir, dass sein Onkel zum Beispiel, wenn er jetzt in den Haus seines Bekannten oder Freundes geht, dass er nicht die Frau seines Freundes begehrt, dass er sogar Charakter hat. Charakter hat, genau. Verstehst du, dass er Grenzen kennt? Dass er sogar Grenzen kennt bei seinem sündigen Treiben. Aber Joni, bei Mohammed sehen wir das. Joni, guck dir das mal bitte an. Reden, Digga. Das ist übertrieben. Joni, guck dir mal bitte den Punkt 17 an. Dem Propheten ist es erlaubt, den Hungernden sein Essen und dem Durstigen sein Trinken zu entreißen und es für sich zu beanspruchen. Also wenn er so einen alten, so einen armen Mann sieht, sagt er, gib mal dein Essen her, gib mal dein Trinken. Ist das so ein Trinktopf? Warte, Bruder, du redest übertreibst voll deine Lage, ja, wallah. Willst du mich da stehen hier? Ja, das doch so. Du redest über Tessire, darüber kann man doch, das kannst du nicht zu 100%ig sagen, dass das stimmt, was da was du. Ich lese doch vor, was deine Gelehrten sagen. Deine Gelehrten haben doch keinen Hass auf Mohammed. Ach, du hast keine Ahnung, was für Gelehrte es damals gab. Also über Gelehrte gibt es nicht nur Gutes. Also Al-Qurtubi hat einen für den größten Gelehrten. Aber guck mal, das Ding wo ist, die du redest, ganze du islamische Welt von denen lernt. Ja, aber jetzt kommt noch eine Problematik. Du redest das jetzt alles so auf Deutsch und da muss man schon ein bisschen, grammatikalisch muss man das besser übersetzen können vielleicht. Und ja, okay, du kannst das ja nehmen und dein Dings fragen. Wie heißt der? Ich habe das doch nicht selber. Lass mich das erstmal selber, danach sage ich euch, beziehungsweise ich werde einen Kommentar auf jeden Fall dazu geben. Ah. Ich brauche noch kurz 5 Minuten maximal, dann bin ich fertig. 5 Minuten maximal? Ja, so lange kannst du mich auch rausschmeißen. Ich komme gleich dann, ich frage dann gleich an, dann könntest du schon mal andere Themen bereden mit anderen Leuten. Ja. Ha! Bis später, ciao. Gott segne dich, Maroni. Bis später, ciao. Ciao. Was ist denn? Der kommt nie wieder. Reza Leila möchte dir etwas sagen. Ja. Das ist mein größter Fan, Reza. Ja, Leila. Sie hat eine Tochter und verteidigt einen Menschen, der ein 6-jähriges Kind geheiratet hat. Oh je. Oh wei. Warum musst du das immer wieder sagen? Ja, wir müssen das Thema ja ansprechen. Du bist eine Verteidiger von jemandem, der ein Kind angefasst hat. Vielleicht war das früher so. Und warum musst du immer die Religion jetzt immer schlechter machen und jemand ja, früher mir. War das, damit ist ja das beste Vorbild aller Zeiten. Früher war das so. Heute immer noch. Ich guck mal, ich habe noch nie einen Muslim zum Beispiel so gehört oder irgendwas live gesehen, der so Hass hat über Christen und die über Christen so schlecht reden und dass die sagen, nee, das ist nicht die Wahrheit oder irgendwas. Hast du das nie gesehen? Das ist aber richtig heftig, ey. Man sieht, in welche Zeit wir schon so angekommen sind, so. Das ist ja, nicht mehr lange. Man sieht, welche Moral und Ethik passiert. Du an den Tag legst, damit du sowas verteidigst. Ja, man merkt das. Guck mal, wenn unser Prophet Mohammed so wäre, dann hätten nicht so viele konvertiert. Ja, Deutsch natürlich. Die Konvertiten werden total angelogen. Die werden mit irgendwelchen Tricks und irgendwelche schönen Rederei hoch. Die haben doch den Koran gelesen. Okay, sag den Konvertiten, dass wenn sie aussteigen wollen aus dem Islam wieder, dass ihnen die Todesstrafe droht, islamisch. Mohammed hat gesagt, wenn jemand den Islam verlässt, muss er getötet werden. Und dann wollen wir mal gucken, wie viele Konvertiten konvertieren. Ja, weil das. Die wissen schon die Wahrheit. Meine Liebe, mein Bruder hat dir gerade gesagt, sag mal den ganzen Konvertiten, dass wenn sie wieder rausgehen wollen aus dem Islam, hier Nackentherapie verpasst werden müssen. Was meinst du, wie viele noch drinnen bleiben würden oder sich für Islam entscheiden?
Das kann ich dir nicht Die Konvertiten beantworten. werden mit Schöngerede einfach in den Islam hineingetrickst. Ja. Das erkennst du die Geschichte. Sehen, wenn ein Weiß ich nicht, und das ist auch nicht mein Problem, wer das verlässt oder irgendwas. Das kann er dann für sich selber, weißt du? Das hat jeder für sich so Du zu selber. entscheiden und dann selber Ja, genau. sich zu Sehr gut. verantworten. Also, da Sehr gut. Du hast für dich selber irgendwann mal da kann ich entschieden, selber Leila. jetzt nichts sagen. Ja, Ne? nehmen wir mal an, du hast irgendwann mal dich entschieden, irgendwann mal in deinem Leben die Entscheidung getroffen, nicht mehr Muslim zu sein, weil du nicht mehr daran glauben kannst. Ja, würdest du in einem islamischen Staat leben, wo die Gesetze Allahs und Mohammeds herrschen, dann würdest du hingerichtet werden. Nein, das machen Weil du heute die das Land Menschen. verlassen willst. Was früher war, Machen war es heute die ganz Menschen, ja anders. genau, die auf Mohammed hören. Hier macht, das machen die neue, moderne Menschen. Die setzen immer halt irgendwas drauf. Was meinst du mit modernen Menschen setzen drauf? Ja, Ich rede setzen von zum Beispiel islamischen irgendwas. Gesetzen von Mohammed und Ja, Allah. Das sind moderne Menschen. bitte? Ich rede über die Gesetze Immer von bitte dein Kind Mohammed stellen. Das kann doch nicht wahr und sein. Was ist das für ein Kindergartenhaufen? Guck mal hier, sofort Live-Sichtbarkeit eingeschränkt. Das kann nicht wahr sein. Ja, wegen der hier Ex-Muslime Todesstrafe, wahrscheinlich deswegen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist okay. Grüßt euch alle zusammen. Hallo, mein Lieber, Hallo, Gott segne dich und deine Familie. Ex-Muslim, guck mal, ich bin jetzt kein Christ, ne? Ich bin ein Muslim. Ich will ja. aber ganz kurz was sagen. Du kennst dich ja sehr, sehr gut aus, ne? Was bibelmäßig und so angeht. Wieso holst du unerfahrene Leute hoch? Hol doch einen hoch, der wirklich. Warum holst du so teils. Sorry, dass Ich ich das hol doch sage, ich bin jeden so. hoch, mein Lieber. Ich Aber hol doch du. jeden. Hol doch deinen Kollegen, hol doch deine Familie, deine Nein, nein, ich Freunde. will gar keinen holen. Aber verteidige dich doch mit Leuten, die Wissen haben, nicht mit unerfahrenen Leuten. Ja, wer hat denn von euch Wissen? Ich sag doch selber, hol jemanden, der Wissen hat, aber hol doch nicht jetzt einen hoch, wie eine, die Frau, die gerade hier hoch war, die kein Wissen hat. Ja, aber in der Liste Deswegen. sind solche Leute nur. Ja, aber dann hol die doch Wen gar soll man nicht denn, hoch, soll man weil den das ist, Luftrohr hochholen du oder machst was das dann? doch dann gar nicht mehr so für, du machst das dann für die Leute, du machst das ja gar nicht für dein Gott, was du sagst, dass du das, ja, du packst jetzt wieder an die Stirn. Ich danke dir von ganzem Ja, Herzen, dass jetzt du holst da du warst. wieder Gott raus, segne aber dich. hol doch Leute. Nein, wir holen doch Leute von draußen. Geh mal jetzt raus, hol mal die Leute jetzt von draußen, von der Straße in TikTok rein. Mann. Auch die, die nicht wollen, hol die auch rein. Auch die, die sagen, lass mich in Ruhe. Muss sagen, nein, komm jetzt rein. Er hat gesagt, ihr müsst alle rein jetzt in TikTok. Auch wenn die vor dir wegrennen. Auch wenn die nicht wollen, komm her, jetzt diskutieren. Nein, ich will Ja, nicht. Komm sorry. her. Ich habe wenig Leute in der Liste, die reden wollen. Ja, ich wünschte, der Pierre Vogel würde mal hier reinkommen. Manchmal fragt man sich echt, ob die Leute auf Autopilot sind, ne? Das ist das Kamelurin und Autopilot. Das ist eine sehr, sehr schlimme Mischung. Lesser, wir haben doch gerade über das Thema Betrügen geredet, ne? Ja. Lesser, guck mal, der Ja. Sheikh Al-Masri, guck mal, was der sagt zu dem Thema. Wie man Nicht-Muslime belügen kann. Meine lieben Brüder, wir sollten Buße tun und wir sollten die Menschen an die Hand nehmen, die noch nicht bereut haben, also den Islam anzunehmen. Wie der redet, wie ein Satan. Richtiger Sofort Teufel. hinterhältig. Wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Lisa, wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Bei Allah, wir dürfen nicht hart zu ihnen sein. Pass auf, weiter. Lisa, du und ich und die ganzen Geschwister und alle Menschen auf der Welt, diese Leute sind krank. Sie sind Sünder. Also wir alle, guck mal. Wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Wir sollten uns um sie kümmern. Wir müssen wie Ärzte sein, die sich um Kranke kümmern. Ihr müsst euch um sie sorgen und großes Mitleid empfinden. Sucht nach einem raffinierten Weg, um die Person zur Reue zu bringen, also zum Islam zu bringen. Ich werde euch eine schöne, authentische Geschichte erzählen. Das mit dem Juden da. Ja. Reza, Leute, es war einmal ein Muslim, der neben einem Juden lebte.
Muslim, keine Ahnung, in den Juden. Der Muslim erkannte beim Juden etwas Herzensgüte und er wollte einen Weg finden, damit er zum Islam konvertiert. Also ging er zu ihm und fragte: Hast du nicht ein Verlangen nach dem Islam? Willst du nicht Muslim werden? Der Jude sagte, das Einzige, was mich daran hindert, Muslim zu werden, ist, dass ich gerne Alkohol trinke. Ich wäre schon längst Muslim geworden. Aber das Einzige, was mich daran hindert, ist, dass ich Alkoholiker bin. Der Muslim schmiedete einen Plan, Reza, pass auf. Leute, pass mal auf. Das ist ein genialer Plan. Er sagte, kein Problem, werde Muslim und trinke weiter. Guck mal, wie er ihn anlügt. Natürlich meinte der Muslim das nicht wirklich, aber er sagte es zu ihm, werde Muslim und trinke weiter. Der Jude sagte, in Ordnung. Er sagte, ich bezeuge, also hat er die Schahade ausgesprochen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und Mohammed sein Gesandter ist. Der Muslim sagte zu ihm, jetzt bist du ein Muslim. Wenn du Alkohol trinken solltest, werden wir die Strafe für Alkoholkonsum verhängen, das heißt auspeitschen. Und solltest du den Islam abschwören, so werden wir dich nacken therapieren. Siehst du, wie schön man von Alkohol befreit werden kann? So blieb der Mann ein Muslim und trank nie wieder Alkohol. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ein schöner Trick. Er sagte, das ist ein schöner Trick. Ist überhaupt nicht hinterhältig. Wie hinterhältig? Sehr, sehr, sehr hinterhältig. Das ist sehr, sehr teuflisch. Sehr, sehr satanisch. Man hört das auch an seiner Stimme, wie der so redet. Ja, der Muslim hat ja. Sofort, direkt von der Stimme die Art, sofort diese Schlangenart, ne? Ja, das ist heftig. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist halt diese Trickbetrüger. Werde Muslim, ne? Und du kannst weiter Alkohol trinken. Habt ihr das gehört? Werde Muslim, du kannst weiter Alkohol trinken. Kein Problem. So, jetzt haben wir. Hallo? 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 Jan Lukas, ja, wir hören. Ich höre den. Hörst du den? Nee. Der redet nicht. Er wollte nur Hallo sagen, glaube ich nur. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los? Ich glaube, ich muss. Ja, also ich muss wieder einschalten. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, es geht wieder los. Das kann nicht mehr wahr sein. Reza, die wollen nicht reden. Ja. Das ist ein heftiges Lied. Ist das ein Modern Talking? Das ist Jeopardy, Reza. Ich muss immer warten, wenn die Leute vielleicht gerade etwas am Essen sind oder überlegen, was sie sagen sollen. Lass mal einfach Jeopardy laufen. Was ist Jeopardy? Komm in, Urin für alle. Komm in, Urin für alle. Kakamelurin, Kakamelurin ist ein toller Flavor. Na, 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 na. Und raus. Belebt Geist und Seele. Belebt Geist und Seele. Verleiht Flügel. Verleiht Flügel. Verleiht Flügel. Hallo. Hi. Alles gut bei euch? Ja, Gott segne dich und deine Familie. Aber ich habe dich gerade ich habe gerade gehört, dass du gesagt hast, wenn man aus dem Islam austritt, dass man getötet wird, ne? Das sagt der Mohammed.
Wer sagt, dass er das sagt? Dein Imam Bukhari. Guck mal, das Ding ist, das macht schon gar keinen Sinn, vor allem wenn man bedenkt, dass das Töten einer der größten Sünden im Islam ist. Stimmt doch gar nicht. Der Allah das sagt in Surah Nur. Nein, nein, nein. Natürlich darfst du nicht einen Moslem töten. Aber es gibt Strafen im Islam. Es gibt Todesstrafen, es gibt Körperstrafen und so weiter und so fort. Du darfst nicht einfach so einen Menschen töten, das stimmt. Aber wenn er bestimmte Verbrechen begeht, dann gibt es bestimmte Strafen. Wie zum Beispiel Steinigung bei Ehebruch, Hand abhacken bei Diebstahl und. Steht im Koran. Und gibt es natürlich die Strafe. Ja. Reza, der Ali, Reza, pass mal auf, der Ali hat einem Menschen die Hand abgetrennt und hat sie als Halskette um seinen Hals getragen, Reza. Schaut euch das mal bitte an. Das ist so krank. Ja, Reza, in Musannaf ibn Abi Shayba, Hadith 30.915, überliefert von Abdurrahman ibn Abdullah ibn Masud. Ali cut off man's hand, then hung it around his neck. Also die Hand, damit die Leute Angst bekommen. Wahnsinn, ne? Und hier steht es im Dismemberment for Theft, also die Strafe für Diebstahl. It is sunnah to hang his hand around his neck. A group of scholars added, for 3 days if the imam sees fit. Siehst du, 3 Tage lang hatte der diese Hand da so hängen. Als abschreckende Maßnahme. Der Islam ist einfach so Wahnsinn. Er ist heftig. Der grauenhaft. Oder ist rausgegangen. Das war wohl, glaube ich, ein bisschen zu viel Hardcore. Jesus, der hackt dem einen die Ding ab und dann hat er das so als Halskette, so 50-Cent-Kette. Heftig. So wie Public Enemy mit der Uhr. Das Flavor Flav islamischer Art. Serviert nach islamischer Art. Public Enemy. Das Public ist ein Enemy. Splatter, das ist ein Splatter-Movie, Reza. Mach mal zoom, 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 zoom. Ja. Reza, stell dir mal vor, ein kranker Iced Out. Islamischer Flavor Flav. Mit der Uhr. Mit der Rapper. Modeschmuck! Modeschmuck aus dem 6. Jahrhundert! Ich kann nicht mehr, mein Rückgrat kommt gleich wieder raus. Die natürlichste Modeschmuck der Welt. So ein Naturpro-Bio. Bio-Modeschmuck. Frisch geerntet. Oh, ich kann nicht mehr. Scheiße, der hackt von einem anderen Mann den Hand ab und nimmt sie als Kette. Kennst du diese Schamanen aus Afrika? Ja. Ach, jetzt weiß ich, warum die diese Hand tragen, diese Hand von Fatima. Vielleicht ist das ein Dingens davon. Eine Ableitung davon, diese Hand von Fatima, diese abgetrennte Hand. Kennst du ja, ne? Stell dir mal vor, irgendein Hollywood-Produzent nimmt sich mal ein bisschen die islamischen Schriften vor und liest mal ein bisschen da durch. Der könnte den ganzen Splatter-Movie daraus machen. Ja, ja, klar, natürlich. Das ist grauenhaft, ja. Nee. Der arme Pier Vogel, ne? Der arme Pier Vogel, tut mir so leid. Ey. Warte, ich kann nicht Kamera machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich habe überall meine Fans. Deine größten Fans sind auch Muslims, das kapiere ich ja überhaupt nicht. Ja, das ist so, als wenn jetzt aber jemand den Herrn Jesus von, also richtig auseinandernehmen würde, sagen wir technisch gesehen, und dann wir alle hinter dem herlaufen würden und den so feiern würden. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Wer kann das alles verstehen auf dieser Erde? Das ist heftig, ey. Aber nein, das ist wegen ABK die Sache, ja, das ist das. Ja, ich weiß.
Die fanden das halt alles lustig, ne, wie das rüberkam. Ne? Viele haben das sehr, sehr, viele haben das gefeiert. Ne? Wir haben ja daraus eine richtige Comedy-Serie gemacht, der und ich. Ne? Ja, das war schon Kult. Ja, wir haben ganz YouTube dominiert, ne, in dieser Zeit. Das war heftig. Das war für die meisten war das so der Pflichtprogramm Ex-Muslim und ABK. Das war das Krankeste überhaupt. Sobald er auf mich reagiert, habe ich immer zurückreagiert und ich habe immer nur schlimmere Sachen gezeigt. Und irgendwann mal dachte er sich bestimmt, oh mein Gott, wenn ich jetzt jedes Mal auf den reagiere, bringt er noch was Schlimmeres. Ja. Klar, der hat natürlich nur daran gedacht, jetzt da. Ja. Kann auch sein, dass er Morddrohungen bekommen hat, ne? Weil er dich die ganze Zeit erwähnt und die Reichweite wird immer größer und größer. Ne? Ja. Der hat auch großen Schaden angerichtet, ne? Indem er dich eben auch groß, also auch angeführt hat die ganze Zeit, ne? Erwähnt hat. So konntest du natürlich in Bereichen reinkommen, wo du ohne ihn das nie geschafft hättest, so in diese Nischen, wo diese jugendlichen Muslime sind. Ja, grüß euch Geschwister. Die du sonst nie Gott erreichen könntest. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, danke. Ich hätte eine Frage an Reza, Bruder. Ja. Aber am liebsten dann privat, wenn das möglich wäre, weil ich denke, dass du dich in dem Thema auch sehr gut auskennst. Ja. Okay, dann kannst du ja privat schreiben. Ja, privat. Ich hatte dir schon geschrieben gehabt, aber ich glaube, die Nachrichten sind nicht angekommen. Du meinst ja auf TikTok Nachrichten? Genau, ja. Ah, okay, da habe ich jetzt leider nicht mehr Zeit gehabt, da reinzukommen. Es sind zu viele auch, ne? Aber ich versuche mal da reinzuschauen, ne? Ja, das wäre echt nett. Ja, okay. Werde ich nach dem Stream. Mehr wollte ich auch dann schon nicht. Ne? Es wollte quasi ein Zeugnis von mir geben und in dem Thema kennst du dich halt sehr gut aus. Und ja, ich brauche quasi deinen Ratschlag. Ja. Aber das Ganze möchtest du nicht öffentlich, sondern privat, ja? Nee. Okay. Ja, alles klar. Lieber privat. Okay. Super, danke dir. Gott sei Dank, ciao. Ja, nicht so dann. Ja, dich auch. Also. Was ist das denn? Ah, Joni ist wieder da. Also. Ja, hat er geprüft. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Also ich glaube, du hast meine Anfrage nicht gesehen. Ich war schon lange fertig eigentlich. Und? So, war das jetzt nicht ganz kurz mein Zimmer wechseln, um diese paar Bücher aufzuschlagen. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Wir wollten ja diesen einen Vers kurz abchecken. Was machst du denn da? Nee, mein Bruder ist nur kurz gewesen im Hintergrund. So. So, kannst du mir nochmal den Vers sagen? Ich weiß gar nicht mehr, welches Vers das war. Es ging, glaube ich, doch über diese Stelle, wo es einem beim Test führt, darum ging, dass unser Prophet irgendwie jemanden angebaggert hat oder so. Oder jemand seine Frau auf. Ist das bei dir? Nee, bei mir ist es. Ja, ich mach mich mal stumm, warte. Ja, oder du kannst in einen anderen Raum gehen oder was, Lisa? So, kannst du mir nochmal sagen, in welchem Vers es handelt? Ja, genau, es handelt sich um Sure 33, Vers 37 und dazu der Tafsir von Al-Qurtubi. Sure 33, ja. Ja, Al-Ahzab. Moment. Oh, das ist ja. Das Ding ist, mein Opa ist Gelehrter, weißt du? Ich bin jetzt einfach in sein Zimmer eingedrungen und schaue ich mal in Büchern rein. Kannst du Arabisch? Ganz wenig. Ja, mein Opa kann flüssig, aber ich bin nicht so der Dings. Ich kann lesen Arabisch flüssig, ja, aber mehr auch nicht. So, Sure, was hast du gesagt? 33, Vers 37. Okay. 33. Das müsste dann Tessierbuch 5 sein. Mm-hmm.
So, da haben wir es gleich. Danke sehr, Max. Vielen Dank. Eure Familie. So, da habe ich 33. Vers war was nochmal? 37 immer noch. Achso, 37, okay. Danke, ihr Lieben. Vielen Dank, ihr Lieben. 37. Hä? 33 hat doch nur bis 35, Digga. Sure 33, Vers 37. Ich bin hier Sure 33 und geht nur bis Vers 35. Ja, guck mal, schlag doch mal deinen Koran auf, meine Güte. Ja, das ist, Bruder, das, wenn das hier, Moment mal, immer weiter kurz. Ich hole mir mal was zu trinken, wenn du gestattest. Ja, das kann auch länger dauern. Ja, kann ich, aber ich finde das jetzt gerade ehrlich nicht. Das ist komisch, weil das geht nur bis hier, auch im Koran geht das nicht weiter. Moment. Suche, bitte Suche 32 oder 31 oder 34. Surat al-Ahzab, glaube ich, ist das, ne? Ja, genau, Surat al-Ahzab, das ist Suche 33. Vielleicht hat die Ziege das aufgefressen, genau. Papier aufgefressen. Kollege sich geirrt. Was? Ich bin hier gerade genau bei Sure 33. Ja. Wie heißt die Sure? Und der geht nur bis 35. N-Am. Ja, siehst du, ja, ein bisschen das falsche Sure. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Ich sage die ganze Sure Al-Ahzab, der sagt An-Nam. Ach, okay, Moment, das ist Ahzab. Ahzab. Aber Bruder, das ist doch kein Sure 33. Sag mir doch nur die Sure, welche Sure das ist. Hab ich doch gerade gesagt, Sure 33 und die Sure heißt Al-Ahzab. Ey, das ist doch nicht normal. Zum 6. Ja, der weiß vielleicht dann ist doch nicht mal, was Sure sind und Vers, ne? Der kann das nicht unterscheiden zwischen Vers und Sure. Der denkt, du meinst Vers. Nein, Bruder, ich bin bei Sure 33 bis 35. Ey, das ist schon wieder, macht er das. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn bloß los mit dir, Mann? Sure 33 bis 35. Juni. Mein Lieber. Entschuldigung, aber das ist krass, Mann. Juni. Moment. Konzentrier dich bitte nur auf eine Zahl. Jetzt in den nächsten Stunden. Nur 33. Alle anderen Zahlen bitte kurz ausklappen. Lottozahlen, Kontostand, alles mal kurz nicht dran denken. Das Ding, ich habe hier 40 Bücher vor mir liegen, deswegen ich habe keine Ahnung genau, welche das. Willst du jetzt die Suche 33 in 40 verschiedenen Büchern suchen? Und zweitens ist das ganz, ganz anders geschrieben hier. Ich sehe, der Jonas mag es sehr kompliziert. Moment. Der mag die einfachen Sachen nicht, wenn es einfach ist. Ne? Wenn du zum Beispiel bei Lampe wechseln, Amir, bei seinem Auto, da geht der Motor erstmal tauschen. Der ganze Motor. Du machst mich doch nicht jetzt so fertig hier, nur weil ich mit der Papier mache. Nein, aber es muss doch auch mal einmal gut sein. Liebst du zu erniedrigen, wa? Nein. Jetzt habe ich es doch. Nach dem 80. Mal, wo ich dir gesagt habe, Sure Al-Ahzab. Und 36. 37. 37, sorry. Aber der ist dabei, der versucht's, ne? Ja, das ist gut, super. What's your flavor? Tell me what's your flavor.
Voll den Vorwurf davon. Der Emotionfleber. Jonny, hast du es geschafft? Ja, ich lese gerade den Tessit und ich habe gar nichts Ähnliches. Also ich lese hier gerade gar nichts Ähnliches, was du gerade gedeutet hast. Also wirklich nicht mal was Ähnliches. Ja, ich frage mal lieber anders. Wie heißt denn dieses Buchcover? Mach mal bitte deine Kamera an. Ich möchte mal bitte sehen, was du da machst. Moment. Ja. Machen wir an. Ups, hat man mich jetzt gerade gesehen? So. Bahrul Medit. Ja, was ist das? Ist das türkisch oder was ist das? Türkisch und arabisch. Türkisch und arabisch. Okay, was ist das? Ja, aber ist das? Und hier ist das Arabische dazu. Und hier ist nochmal das Türkische dazu. Und hier ist das Tessir, der Tefsir dazu. Du kannst doch diese Bücher nicht ernst nehmen, die Lügen auftischen den Muslimen, die kein Arabisch verstehen. Das ist das. Du wirst niemals. Mein Opa kann Arabisch. Also ja, du musst von den Großgelehrten des Islams lesen, nicht irgendein so türkischer Typ. Ne? Du musst von den Großgelehrten, wo die gesamte islamische Umma nach denen geht. Zum Beispiel Ibn Kathir. Wer hat denn dieses Buch rausgehauen? Ibn Hajib al-Hassan ist zwar ein neuer, aber ist ein Grund. Ja, komm, ich bitte dich, ist ein neuer Gelehrter. Das kann doch nicht wahr sein. Trotzdem ein sehr, sehr großer Gelehrter. Was hast du? Das ist das niemand im Gegensatz zu Al-Qurtubi, Mann. Wo willst du das denn wissen? Wer sagt das? Das kann doch nicht wahr sein. Al-Qurtubi gehört zu den vier größten Koran-Kommentatoren, Mann. Da gibt es einmal den Qurtubi, den Tabari, den Ibn Kathir und Al-Jalalain. Diese vier sind maßgebend für dich. Alles andere ist erstmal sekundär. Ja, aber warum hast du das zu entscheiden? Was, wenn ich seinen Test... Ich habe das noch nicht zu entscheiden. Das haben deine sunnitischen Gelehrten so ausgemacht. Das sind die großen Masterin. Aber das ist auch einer meiner sunnitischen Gelehrten. Und ich gehe seinen Weg jetzt. Und jetzt, was ist das Problem? Von wem hat er gelernt? Das weiß ich nicht. Ich war noch nicht... Von Al-Qurtubi hat er gelernt, der Typ. Das weiß ich ja nicht. Ob er jetzt von nur... Wenn er jetzt sunnitischer Muslim ist, dann muss er hundertprozentig die vier großen Koran-Kommentatoren erkennen. Ja, aber guck mal, das Ding ist, der hat sich doch auch sein Mindset irgendwo geholt von den Gelehrten, Geh mal bitte, wo steht Sure 33? Also die Erklärung zu Sure 33. Mach mal nochmal, mach mal an. Okay, Sure 33 nochmal. Da Asab Sure 33 und Vers 37 hast du gesagt. Moment. Hier haben wir es. Moment, noch mal weiter. So, hier haben wir es. Oh mein Prophet, ich übersetze das, oh mein Prophet, weißt du noch? Und nun, weißt du noch, wo jemand dir was Gutes getan hat? Und du hast gesagt zu ihm, halte deine Frau neben dir und hab Angst vor Allah. Ja. Ja, lies weiter. Hier sagt jemand, der hat das Buch auch und der meint, das steht genauso, wie du das gesagt hast, Amir. Hä? Was, okay, der soll jetzt die Kamera aufmachen und dann mir das jetzt hier übersetzen hier. Ich schwöre auf alles, wo genau hier steht, oh mein Prophet, weißt du noch, du hast... Ja, das ist der Vers und jetzt da unten ist der Tafsir. Ja, genau, da fängst du jetzt bitte an. Ach so, okay, bei dem Tafsir. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Ich dachte jetzt, wir reden über die eindeutige Übersetzung, weil hier steht bei der Übersetzung, hab Angst vor Allah. Und, so, jetzt liest den Tafsir und übersetzt uns bitte den Tafsir. Okay, aber ich muss das für mich kurz lesen. So.
Kannst du mal bitte... Also der Tessil sagt, dass man von unserem Propheten seinen Meinungen niemals irgendwie widersprechen sollte und dass man das, was der Prophet sagt, schon das Richtige sei und man sollte halt unseren Propheten hören. Also da wird wirklich nur von unserem Propheten berichtet, das, was er sagt, dass die Leute, die ihn nicht hören, dass die quasi zum Falschen geneigt sind. Kannst du das mal bitte übersetzen, was du da gerade gelesen hast, oder schämst du dich gerade? Nein, ich schäme mich gar nicht. Da steht wirklich, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, also Allah sagt, Allah und der Prophet, bir işin olmasında hüküm verdiği zaman, also wenn irgendeine Sache passiert und eine Entscheidung getroffen wird, in dieser Zeit, mümin bir erkek ve mümin bir kadının, wenn diese Sache, was hier gemeint ist, betroffen wird um ein Mü'min Frau und Mann, ne? İşlerinde başka bir şeyi seçme hakkı yoktur. Und zwischen, also... Kardeşim Yoni, guck mal, lies mal bitte, da unten geht's los. Da steht der Name Zeynep, guck mal, da. Bu, ja, ja, ja. Jetzt. Bu ayet Zeynep bin Şas ile kardeşi Abdullah bin Şas hakkında... inmiştir. Also diese Ayet wurde zu, also diese Ayet geht um... Abgesandt für Zeynep, weiter? Ja, ist abgesandt für Zeynep und um seine Schwester Abdullah bin Schas, also um die beiden, die Ayet wurde für die beiden heruntergesandt, steht da. Ja. So. Und dann steht da, Hazreti Zeynep, Allah Resulün Halası, also von unserem Propheten, die Tante Umeyye'nin kızıydı. Von Umayyah, also ich glaube, Umayyah ist die Tante und das war die Tochter von Umayyah. Abdul Muttalib'in kızıydı. Von Abdul Muttalib die Tochter war das. Ja. Unser Prophet, Hazreti Peygamber, Zeynep'in azatlı kölesi ve evladıydı. Also Zeynep war die, wie nennt man das? Frau von Zeyd. Nein, hier steht kölesi, das war die... Kölle heißt Diener. Diener, oder wie nennt man das heutzutage? Die Sklaven oder Dienerin von unserem Propheten gewesen. Und war die Tochter von Zeyd bin Harise. Stimmt das? Ja, mach weiter. İstedi. Zeynep Resulün Ekrem'in böyle bir talep gelince, okay. Also die wollten, da hier steht drin, ich erkläre dir nur kurz diese Stelle, ganz schnell das hier. Zeynep'in Asatlı kölesi ve evlatlığı Zeyd bin Harise'ye istedi. Okay, also dieses Mädchen wurde für Zeyd bin Harise verlangt. Also die sind zu denen nach Hause gegangen und den hat man erstmal für Zeyd bin Harise genommen. Stimmt das oder nicht? Mach bitte weiter, wir müssen zu dem richtigen, wichtigen. Böyle bir talep gelince und wo so etwas passiert ist, also wo die das Mädchen nehmen wollten, bunun kendisi için olduğu zannederek razı oldu. Und dann dachte er, das sei für sich selber gewesen. Stimmt das? Also die wollten das Mädchen und... Warte mal, aber für wen, das steht hier nicht drin. Und hier steht drin, dann dachte die Person, es sei für sich selber gewesen. Aber welche Person? Das frage ich. Lies erstmal weiter für dich und dann guck mal, wo der Vers kommt. Allah'ın Resulü onu kendisi için değil, Zeyd için istediğini anlayınca bunu hoş görmedi ve onun evlenmekten çekinerek Hazreti Peygamber'e ben Kureyş kadınları annesi dur. Hier steht jetzt drin, okay, jetzt habe ich eine gute Stelle erwischt. Hier steht drin, unser Prophet dachte, das sei für ihn gewesen und wo er gemerkt hatte, dass das doch nicht für ihn ist, hat er sich geschämt. Stimmt? Wofür hat er sich geschämt? Hier steht, da hat er sich geschämt. Weil ja, wofür hat er sich denn geschämt? Kennisi için değil, Zeyd için, wo er gemerkt hat, dass das für Zeyd war, dieses Mädchen, hat er sich geschämt, bunun hoş görmedi und da hat er das auch nicht auch gut empfunden ve onun evlenmek çekinerek und dann hat er sich geschämt und wollte nicht mehr mit ihr heiraten. Hazreti Peygamber'e ben Kureyş kadınlarının annesi durumundayım, senin halanın kızıyım, nefsim için ona razı değilim dedi. Kardeşi Abdullah bin de benzer şeyleri söyledi. Zeynep beyaz tenli güzel bir kadındı. Kendisine biraz serbestlik ve sertlik vardı. Olay üzerine Allah-u Teala bu ayet indirerek onlara Allah'ın Resulü'nün verdiği hükmünün dışında bir şeyi tercih haklarından bulunmadığını
bildirdi. Ayet için ineceğiz Zeynep'in radıyallahu anh. Was wird denn jetzt dort gesagt? Du wirst jetzt mal leiser, leiser, Mann. Guck mal, das Ding ist, ich kann da, guck mal, hier steht, diese Geschichte geht immer noch um dieses Ereignis, was unsere Propheten, wo er dachte, es ging um sich selber, aber deswegen ganz kurz, ich muss kurz weiterlesen, damit ich, dann kann ich das direkt auf einen Dings lesen. Kann mal bitte, warte mal, ich glaube, du kannst nicht so gut Türkisch. Kann mal bitte jemand reinkommen, der etwas besser Türkisch versteht, oder was? Der das mal eben lesen kann. Das fällt dir schwer. Das ist ja auch gut. Wenn jemand anders lesen könnte, noch besser, weil Türkisch auf Deutsch übersetzen ist auch nicht so bei mir richtig begabt. Haben wir hier einen türkischen Experten? Haben wir jemanden, der das noch richtig, richtig gut übersetzen kann und schnelle Welle? Ja, ich kann, aber ich habe nicht so viele Follower. Ja, super. Nein, brauchst du doch gar nicht. Guck mal, ich halte die Kamera so. Ich halte die Kamera. Der kann nicht reinkommen. Der hat nicht so viele Follower. Nein, brauchst du doch. Guck mal, ich halte nur die Kamera einfach so ganz fest und du übersetzt das einfach. Warte mal, ich hab diese perfekte App. Einen Moment. Pass mal auf. Ganz einfach im Zeitalter des Internets. Ich hoffe, wir haben mal gucken. Naja, der übersetzt das nicht akkurat, weil hier die Kommentarfunktion auch an ist. Kann man das nicht komplett kopieren? Na super, ja, können wir nicht, der kann kein richtig Türkisch, ne? Das ist das. Der kann nicht ich kann das jetzt nicht zu eins übersetzen, das ist das Komische. Ich verstehe genau, was da steht. Aber wie lange geht denn der Tafsir denn noch? Wie viele Seiten? Also diese Seiten? Das ist jetzt alles nur für den Tafsir, für diese einen Surah steht. Ein Vers, für den einen Vers. Ja, für den einen Vers ist bis hier wohin? Und sogar die Seite hier noch. Plus und die Seite. Bis wohin? Bis der nächste Tafsir anfängt. Warte, ich sag dir. Boah, der geht sogar noch bis hierhin sogar noch weiter. Ja, siehst du, irgendwo da steht dann die Geschichte, ne? Das ist das. Plus sogar noch das ist sehr lang. Das gehört sogar noch dazu. Immer noch bei 37, bis hierhin. Das war's, bis hierhin. Das ist das Ende. Ja, ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht die Motivation, dass irgendwie, dafür bin ich nicht begabt genug, irgendwie das so auf schnelle Welle durchzulesen. Da ist schon aber so, ey, da muss man sich schon echt befassen damit, ja. Da steht echt so viele Sachen drin, keine Ahnung. Ich mache mal die Kamera auf jeden Fall aus. Ich dachte, das wäre was Einfaches, aber das ist ja schon ein schweres Pflaster. Natürlich. Du hast hier auf der saudi-arabischen Seite Koran.ksu.edu/tafsir kannst du auf die Tafsir draufklicken und dann hast du hier von Al-Baghawi, von Al-Sadi, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari. Ich weiß, was das Gute bei dem Tafsir ist. Ich habe das gerade gelesen. Du hast zwar gesagt, das ist nur ein moderner Schreiber gewesen, aber in den Tafsir drin, da waren auch immer in Klammern von den ganzen großen Gelehrten, da sind ja nicht nur von einem, das ist jetzt zusammengefasst von mehreren großen Gelehrten. Das heißt, das ist schon ein eindeutiger Test hier. Da sind schon 3-4 Seiten, guck mal, über einen Ayat sind da schon 3-4 Seiten sind da. Ja, du weißt ja ganz genau, die Gelehrten, die etwas Arabisch verstehen, Neuzeitgelehrte, lügen ja und betrügen ja die nicht arabisch sprechenden Muslime ja an, damit sie dumm gehalten werden und im Islam drinnen bleiben. Nein, das ist wirklich. Guck mal, was hat das für ihn als Vorteil, dass die Leute im Islam drin bleiben? Ja, aber was machst du denn? Das habe ich ja gerade zu dir gesagt. Was machst du denn, wenn du herausfindest, dass Mohammed mit einer verheirateten Frau geflirtet hat und sie ihm ausspannt? Würdest du dann noch ihn als Vorbild nehmen? Natürlich nicht, aber sowas mit ja, aber er hatte das ja nicht gemacht, das ist das Ding. Das ist das Problem, der lügt dich also an. Ich habe hier nämlich Tafsir Al-Qurtubi. Guck mal hier, mein Lieber, ich lese dir das nochmal vor aus der saudi-arabischen Seite. Guck mal hier.
Aber vielleicht genau wegen solchen Menschen wie dir, damit sie aus dem Islam austreten, wurden vielleicht solche Tesis gemacht. Das kann doch genauso umgekehrt sein. Der denk doch einfach mal andersrum. Denk doch nicht immer so. Du bist doch mächtig genug, deinen Verstand zu benutzen und warum sollte Gott so etwas überhaupt in dem Koran erwähnen? Das würde doch quasi für den Menschen heißen, so, ey, guck mal, ab dieser Stelle könnt ihr alle rausgehen aus dem Islam. Hä? Du siehst doch, dass es nicht ersichtlich ist im Koran. Was? Du hast also die Möglichkeit, eine Erläuterung zu dem Vers zu lesen und dann nimmt die Katastrophe ihren Ausmaß an. Bruder, der Koran ist wirklich 1:1 fehlerfrei. Und auch frei von irgendwelchen schlechten Gereden von unserem Propheten. Joni, meine Frage. Das ist eine schlechte Eigenschaft, jemanden ausspannen, seine Frau ausspannen. Also was Schlimmeres habe ich noch nie gehört. Ey. Das ist ja schlimmer als... Wie das ist für dich schlimm. Für viele Muslime, die ich gefragt habe, meinen, ja, wenn der Prophet meine Frau haben will, ich würde sofort meine Frau scheiden lassen und ihm geben. Ja. Aber das Problem ist, unser Prophet würde das niemals wollen. Aber wenn, dann haben die Muslime gesagt, ja, würde ich machen, meine Frau dem das geben. Siehst du, du hast so ein Problem damit. Das ist so eine Art Liebesdings, weil es gibt ja diese Grad, ich glaube, das gibt es bei euch auch. Ihr müsst ja erstmal, habt ihr überhaupt in eurer Religion einen Propheten? Das weiß ich gar nicht. Das ist ja auch für mich neu. Also ihr glaubt ja, dass Jesus Gott ist. Wer ist dann euer Prophet? Wenn Mohammed deine Frau haben will, Juni, komm bitte auf. Wir haben eine Dings. Was ist mit Zeynep? Juni, was ist mit Zeynep? Darüber reden wir ja schon die ganze Zeit. Ja, aber ich sag doch, es gibt's gerade, man soll ja Gott als erstes leben, danach sollte man über alles den Prophet nehmen, vor seine Frau sollte man... Ja, und der Prophet will deine Frau haben. So, was machst du jetzt? Diesen Gedanken brauche ich gar nicht zu haben, existiert bei mir einfach nicht. Ist das schlimm oder gut? Würdest du deine Frau ihm geben oder sagen, nein, hör auf damit, das ist nicht in Ordnung, was du da sagst, machst? Diese Frage will ich mir gar nicht stellen, weil das ist doch voll die erbärmliche Frage. Warum sollte ich mir so eine Frage stellen? Das ist so wie... Natürlich, das geht ja nicht, das ist der Wahnsinn. Okay, Gott würde von dir wollen, hier, wenn jetzt dein Jesus sagen würde, ey, guck mal, ich liebe dich über alles, aber geh und vergewaltige mal diesen Kind auf der Straße, würdest du das machen? Nein, so, weil eben dieser Gott niemals sowas verlangen würde. Ja, guck, genau so würde auch mein Prophet niemals sowas verlangen. Doch, er verlangt ja das sowieso von dir. Nein, er verlangt das halt nicht. Ich habe diesen Test jetzt bis jetzt nicht. Joni, der Gott des Islams verlangt, dass du verheiratete Frauen im Kampf, wenn du die erbeutet hast, kannst sie vor den Ehemännern vergehen, du weißt schon. Ach, Quatsch mal nicht, Mann. Ich kann das nicht ertragen. Diese ganzen Wahhabiten. Seht die Leute auf einmal Wahhabiten? Guck mal hier. Ich mach mal ganz kurz weg. Einen Moment, guck mal hier. Guck mal hier, Joni. Das ist die saudi-arabische. Oh, jetzt habe ich das ausgemacht. Einen Moment. Das ist die saudi-arabische Seite. Tut mir leid, dass ich das sage, aber diese saudi-arabischen, auch wenn mich jetzt die Saudi-Arabier als Feind nehmen, aber diese ganzen saudi-arabischen Ideologien, Bruder, das ist sowieso das Letzte, woran ich glaube. Sorry, was war denn der Prophet, mein Landsmann? Er war zwar Araber, aber er sagt, was hat er, nur weil er Araber war, heißt das ja nicht, dass wo ist alle Araber jetzt Engel sind. Wo ist Mekka? In Saudi-Arabien, ja. Deine ganze Religion, dein Prophet, alles ist aus dieser Ecke. Und das ist der Original. Ja, aber guck mal, kennst du da, es gibt auch Überlieferungen, wo gesagt wird, dass unser Prophet genau zu dem schlimmsten Volk heruntergesandt worden ist. Den schlimmsten Volk, die Araber sind das schlimmste Volk gewesen und heute immer noch. Wieso? Die Quraysh haben ihre Frauen doch gleich ebenbürtig behandelt. Also seitdem Mohammed Prophet geworden ist, hat sich die Lage der Frauen ja übelst verändert. Die haben sich verändert, die haben seine erste Frau, die Khadija, war eine mächtige Kauffrau. Und ja, als Mohammed auf einmal Prophet wurde, durften die Frauen noch nicht mal das Haus ohne Erlaubnis des Mannes verlassen. Sie wurden weggeboxt, alles. Was? Man, die Frauen wurden lebendig begraben, was redest du da? Was soll das? Fluch in der Familie. Das nicht wahr sein. Der ist auch lebendig begraben. Der fängt schon wenn wieder die an. Lebendig begraben worden sind, warum gab es dann Khadija, die 40-jährige Frau? Wenn die Frauenanzahl zu hoch ist. Also nur eine Frau. Alle anderen, also zwei Frauen waren bei den Quraysh. Alle haben Selbstbefriedigung gemacht. 99,9% der Quraysh waren die ganze Zeit da machen, ja? Erzähl doch keinen Blödsinn. Schalt doch mal ein bisschen dein Gehirn ein. Junge, wenn jemand wegen dir kommentiert zum Christentum, ich schwör auf alles, schneid meinen Schwanz ab. Was ist das für eine Rede, die du redest? Ganzen Herzen, mein Lieber. Komm, ist gut, das war schon. Ich sehe schon, was für ein Gehirn du hast. Was für ein Hirn. Meine Fresse. Alle Frauen wurden begraben. Also die ganze Quraysh, 99,9% waren halt ohne Frauen, weil die ihre Frauen begraben haben. Und dann waren die alle ohne Frauen und haben sich dann selbst dann
Was? Das ist alles Propaganda. Das ist Schrottpropaganda. Samir, hörst du mich? Ja, ja, Shari. Hi, du kennst mich ja noch, ne? Nee, ich kenne dich nicht, ich habe nur deinen Namen gesagt. Ich war ja mit meinem Zwillingsbruder hier vor etwa einem Monat mit dir, ja, live, weißt du noch? Ich rede jeden Tag mit so vielen Menschen, ey. Aus der Schweiz, die zwei Zwillinge, Albaner, er ist gewechselt, ich bin noch Moslem. Ach so, ja, ja, da war was, ja, jetzt langsam. Wie geht's dir? Ja, gut, Gott segne dich und deine Familie, ich hoffe dir auch. Danke, gleichfalls. Hast du den jetzt angenommen? Also, habe ich natürlich, also eben, aber bei mir braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis ich, also ich habe ihn angenommen, aber getauft bin ich halt noch nicht, ne? Ja, aber ist ja schon mal gut, dass du den Herrn Jesus Christus angenommen hast und deine Schuld vor ihm bereut hast und jetzt kannst du dich dann taufen gehen. Hoffentlich, hoffentlich. Das wird. Ich wollte nur in dieser Stelle mal Hallo gesagt haben und eben ganz viel Gesundheit für dich, weiter so und danke für alles. Ja, gerne. Gott segne dich und deine Familie. Alle Ehre dem Herrn. Super gemacht. Danke dir, Amir. Ja, mach's gut, mein Bester. Ciao, tschüss. Ciao. Ja. Ja, Gott segne. Man braucht echt eine lange Schnur, ne, bei sowas. Das kann nicht wahr sein. Man flippt da voll aus. Was meinst du, was ich hier alles die ganze Zeit durchmache mit den Leuten? Das ist so krass. Unglaublich. Hallo? Und danke, Frank. Danke, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Ja, hallo. Ich wollte eigentlich was zu diesem Jungen da sagen, aber er ist jetzt weg. Egal. Ja. Kann doch alles nicht wahr sein. Ja, natürlich. Der musste mit einsehen, dass sein Quatsch, den er sich da aufgebaut hat über die Jahre, ne, mit seinem Islam, selbst fantasiert hat, da in Rauch aufgeht. Ne? Das ist Quatsch. Ich kann eine Sache nicht verstehen, wie kann ein Prophet, ein Heiliger oder ein Messias oder was auch immer der Mohammed da sein soll, heilig sein, wenn er mit Menschen verkehrt, überhaupt Frauen hat und was weiß ich was, weil das kann man zum Beispiel, wenn man doch das mit Jesus vergleichen sollte. Jesus war da ganz anders. Der hatte doch keine Frau, der hatte doch sowas alles nicht gemacht, der war wirklich heilig. Und man... Weißt du, was ich meine so? Das kann doch nicht sein. Genau. Ja, genau. Genau. Das ist die Heiligkeit in Person, weil eben der Herr Jesus die Heiligkeit Gottes repräsentiert. Und bei Mohammed und Islam ist es ja so, dass der Mohammed eben er repräsentiert ja Allah mit seinem Tun. Und da sieht man eben, was Allah eben für ein Gott ist. Also das kann echt nicht wahr sein, wie blind die Menschen sind. Aber so ist das auch. Ja, okay, meine Liebe. Gott segne dich, ja? Alles gut. Alles gut, ciao. Gott segne. Ciao. Hallo? Hallo? Hi, Amir. Hallo, meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Hört ihr mich gut? Ja. Und zwar, ich habe eine Frage. Du hast ja mal erzählt, dass es über 30 verschiedene Koranversionen, glaube ich, gibt. Ich glaube, mittlerweile gibt es 37 oder 34, ich weiß nicht genau. Wie unterscheiden die sich denn? Also sind die sehr unterschiedlich? Also ich muss jetzt zu mir sagen, war nie religiös. Ich wurde in den Islam reingeboren. Ich habe halt iranische Wurzeln, so wie ihr auch. Da wird man ja automatisch reingeboren, reingezwungen. Ich habe das Glück, dass meine Familie immer sehr skeptisch und kritisch gegenüber dem Islam war und wegen dem Islam und wegen der Scharia den Iran damals halt auch verlassen hat. Und ich habe mir vor Jahren irgendwann mal eine Koranversion geholt. Das ist eine deutsche Übersetzung aus dem Arabischen. Und ich wollte mich halt selbst davon überzeugen. Und ich muss sagen, je mehr ich darin gelesen habe, desto eine größere Abneigung habe ich entwickelt. Also da ist halt nur von Hass und von Gewalt die Rede. Ich glaube, dass sehr viele Muslime den Koran noch nie wirklich gelesen haben, noch nie komplett.
Zurück zu meiner Frage, also unterscheiden die sich sehr? Weil wenn ich mich mit Muslimen unterhalte, dann kommen die immer mit irgendwelchen schönen Versen an, gerade wenn es um Frauen geht, also die Stellung der Frau. Also da könnte ich mir mal Sure 4, Vers 34 mal vorlesen, ne? Die Stellung der Frau. Bei Widerspenstigkeit einfach wegboxen. Ne? Ja. Die Muslime, die argumentieren ja immer damit, die sagen, dass im Koran steht, dass unter den Füßen der Frau das Paradies liegt, und an der anderen Stelle hast du dann halt solche Verse, wie du jetzt gerade genannt hast. Also ich finde, es gibt im Koran einfach richtig viele Widersprüche. Es macht einfach keinen Sinn. Also da steht so viel Mist drin. Also ich habe zum Beispiel auch, ich habe da letztens wieder drin rumgeblättert, da steht drin, dass Jesus ein Diener Allahs ist und ja, von ihm gesandt wurde und ihm halt dienen soll. Und das ist halt, ich verstehe das halt nicht. Also ich finde, wenn man den Koran liest, man braucht auch nicht lange zu lesen. Man findet direkt so viele Widersprüche und so viel Gewalt einfach. Also sind die sehr unterschiedlich, die Versionen? Ja, die unterscheiden sich in grammatikalischen, Wörter sind unterschiedlich untereinander und keiner weiß so richtig, was Allah da wirklich herabgesandt hat. Ne? Das ist das. Ne? So, in Klammern das mit den verschiedenen Suren. Die ist gestern Suchennummern. Ist die angekommen. Dass der Koran suchen von Ibn Mas'ud und so weiter, erklär ihr das mal, dass das verschiedene war, bis Usman alles da niedergebrannt hat. Ja genau, der die ganzen Schreiber des Korans und die Auserwählten, die Mohammed auserwählt hat, für seinen Koran niederzuschreiben, sie haben den Koran ja auswendig gelernt. Und untereinander, die das auswendig gelernt hatten, hatten auch schon unterschiedliche Koranversionen. Beispielsweise der Ibn Mas'ud hatte 111 Suren in seinem Koran, in seinem Mus'haf. Und der Ubay ibn Ka'b hatte 116 Suren. Also siehst du, ganze 5 Kapitel unterschiedlich. Und der Ibn Mas'ud hat geschworen, hat gesagt, ich kenne den Koran in- und auswendig. Und wenn es jemanden geben würde, der den Koran kennen würde, so wie ich, dann würde ich meilenweit reisen, um mit ihm darüber zu reden. Verstehst du? So war er sich sicher, dieser Ibn Mas'ud. Und dann zum Ende hast du dann gesehen, wie die ganzen Koranversionen in die verschiedenen Provinzen geschickt wurde, und dann hatten die in Syrien eine verschiedene Koranversion, die in Irak hatten eine verschiedene Koranversion und haben sich gegenseitig fertig gemacht und angemacht und haben sich des Dings beschuldigt, der Korruption des Korans, und wollten sich umbringen. Und dann sagte die Hafsa, dass der Osman sich darum kümmern soll, denn sie wollen sich untereinander umbringen, ne? Und waren kurz davor, ne? Weil der eine den anderen beschuldigt hat, jetzt den Koran zu verfälschen. Weil die hatten eine verschiedene Version, der hatten auch einen Koran. Die dachten so, was ist das denn? Wie geht das denn? Ihr habt auf einmal eine Rezitation ganz anders, als wir sie haben. Wer hat denn jetzt den richtigen Koran? Und dann hat Hafsa alles einsammeln lassen, hat das Osman gebracht. Osman hat alle Kopien verbrannt, die es damals gab, den Koran. Koran hat er verbrannt und hat seine eigenen 4 Koran-Kommentatoren bzw. Koran-Rezitatoren nochmal alles neu schreiben lassen. Hat seine Version den Leuten mitgegeben. Wahnsinn, ne? Das ist die traurige Geschichte des Islams. Ja, sehe ich auch so. Ja, das steht bei denen in Sahih Bukhari und alles Mögliche. Das ganze Unglück, was über unser Land gekommen ist, ist wegen dieser Religion jetzt schon seit fast 40 Jahren. Ne? Unser Land ist ja komplett den Bach untergegangen. Und der Grund dafür ist halt, dass die Iraner damals im Iran wurden ja mittlerweile auch über 70% der Moscheen geschlossen, weil da einfach niemand mehr hingeht. Ja, genau, Iran erlebt gerade eine riesen Zerstörung. Der Islam kollabiert dort. Und jetzt greift der Staat richtig durch und wird auch alle, die jetzt werden richtig zur Sache, also wird es richtig zur Sache gehen. Ne? Die werden Haftstrafen bekommen, alles, Gefängnis sofort. Weil das zu heftig überhand nimmt, ne, mit den ganzen Leuten. Eigentlich wollte ich dir auch mein Thalia-Paket zeigen. Ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Aber man sieht mich hier gar nicht, ne? Ich habe mir ja die Bibel bestellt.
Ich habe noch nicht angefangen zu lesen, aber ich freue mich schon. Okay, sehr schön. Okay. Mit dem neuen Test. Ich muss wieder raus, ich muss jetzt den Hund füttern. Ja, alles klar. Gottes Segen, ciao. Euch auch, tschüss. Jo, ciao. Ja, wunderbar. Die Iraner sind aufgewacht, ne, was das Thema Islam betrifft, weil sie endlich ein für alle Mal die Scharia gesehen haben, die islamischen Gesetze, und haben gesehen, was das für ein System ist. Und jetzt sind die aufgewacht. Solange ein Muslim die Scharia-Gesetze nicht gesehen hat, an seinem eigenen Leib nicht gespürt hat, ja, Islam richtig, so in Koran und Hadithen und so weiter, ist er natürlich ein Fan von Islam. Aber wenn er einmal da durchgeht, durch die islamischen Gesetze und das alles an seinem eigenen Leib spürt, dann ist er auch desillusioniert. Dann wird er desillusioniert. Ja. Die Illusion verschwindet dann. Walt Disney-Version von Islam verschwindet. Leila, warum schickst du mir schon wieder eine Anfrage? Geh mal bitte weg hier. Ich habe keinen Bock, mit so Kamelurin-Wissen zu reden. Gar keinen Nerv auf sowas. Ach so, ja, da haben die wieder Terroranschlag gemacht, da in Kerman. Hast du gehört, mit hunderte Toten? Nee, ja, ja, in Kerman. Riesenterroranschlag. Reza? Ja. Ich höre ja die ganze Zeit zu. Was meintest du wegen woher kommst du? Iran. Land? Der islamische Staat hat das getan? Heftig. Ja, ich weiß nicht, ob das schon feststeht, ob das jetzt die ISIS war. Leute schreiben das in Kommentaren. Ja. Ja, gut, kann sein, ja. Also auf jeden Fall, ne, die Schiiten, die bomben die Sunniten weg, die Sunniten bomben die Schiiten weg, ne? Reza? Ja, bitte. Ich habe vorhin ja zugehört, ich höre die ganze Zeit zu. Ja. Was meintest du wegen deinem Land, wegen Iran? Ja, Iran. Iran war ja ganz normales Land, Monarchie. Wir hatten einen König, ne? Freiheit des Gedankens, Freiheit der Schrift, des Wortes und so weiter. Ja, ganz normal. Okay. Ja, demokratische Verhältnisse, jetzt nicht perfekt wie heutzutage in Europa, aber dennoch, ne? Viele Freiheiten für die Menschen. Und dann kamen die Iraner plötzlich auf die Idee, ja, lass uns doch mal den Islam reinholen in unser Land und in die Politik und lass uns mal schauen, wenn der Islam herrscht, ob es dann gut wird. Ja, und das war der größte Fehler ihres Lebens. Dann haben die den Islam reingeholt mit Ayatollah Khomeini an der Spitze. Ja, und er hat dann angefangen, die islamischen Gesetze dann zu etablieren, Schritt für Schritt. Und da kam es halt zu Millionen von getöteten Iranern durch die islamischen Gesetze. Fast jede Familie in Iran hat einen Toten zu beklagen. Ja, ich bin ja auch aus Kosovo, weißt du? Bei uns ist es genau gleich, ne? Wir waren ja auch nicht, das checken ja die Albaner heute nicht. Diese, ich halte jetzt mein Wort zurück, aber die checken das ja nicht, weißt du? Mhm. Weil wir sind ja fast, sagen wir jetzt, 90% Moslems, ne? Ja. Und die checken nicht, dass Kosovo früher christlich war. Das ist 100%, das ist bewiesen, weißt du? Skanderbeg war, die Geschichte kennt ihr ja, oder? Ja. Wo gegen die Osmanen gekämpft hat, war auch Albaner. Ja, klar. Sonst wäre ja ganz Österreich und die komplette Europa wäre heute ja islamisch, ne? Wäre der ja nicht gewesen, das ist ja bewiesen, ne? Ja. Und jetzt machen die Kosovo-Flagge oder eben diesen Adler mit den Osmanen zusammen, weißt? Und die haben uns 500 Jahre durchgevögelt hier, weißt? Ja, sicher. Die Iraner genauso. Steht hier, so blinder Glauben, was auch in der Bibel steht, weißt? Dieser blinde Glauben. Ja. Oder wie Schafe ohne Hirten laufen die umher, keine Ahnung, weißt? Ich bin auch jetzt nicht perfekt, ne? Ja. Aber ich studiere die Bibel seit jetzt circa 2,5 Jahren. Ja. Also ich lese die jeden Tag. Immer wieder durch. Ich probiere es, ich gebe mir Mühe, ich interessiere mich. Aber auch ganz viele, hört sich jetzt blöd an, aber ich habe auch ganz viele Zeichen bekommen. Und ja, Gott sei Dank hat Gott mir die Augen geöffnet, weißt du? Manchmal kommt mir das so vor, als ob man das überhaupt übel nehmen kann, den anderen. Weil ich habe so das Gefühl, es steht ja auch in der Bibel, dass Gott dich erziehen muss, ne? Also wenn der Vater dich ja nicht zieht, dann. Richtig, ne?
Der Herr züchtigt denjenigen, den er liebt, den züchtigt er auch, ne? Weil das kam ja auch bei uns irgendwie auch, ich habe dir das ja erzählt, Amir, bei uns war das auch ein bisschen komisch, ne, bei mir und dem Zwillingsbruder. Da kam immer so ein, wir haben am Zürich Hauptbahnhof gearbeitet, da kam so ein Mann, so ein Schweizer, mit der Bibel immer vorbei, und wir waren da am Arbeiten am Kiosk, und der war Lokführer und hat uns immer aus der Bibel vorgelesen, das war vor 10 Jahren, ne. So, das waren so die ersten Zeichen, ne? Und dann hat mein Bruder eben seine Frau kennengelernt, die ist Christin, streng, wirklich strenggläubig. Und ja, dann, weißt du, hat immer irgendwie so einen Weg gefunden, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja, super. Da ja. Siehst du mal, wie der Herr sich damals schon immer so geoffenbart hat, ne? Ja, mein Bibellehrer meinte auch, siehst du das nicht? Siehst du diese Zeichen nicht? Ne? Das ist ja nicht nur Zufälle immer, ne? Sieht's aus. So sieht's aus. Mich haben auch diese, ich versuche das ja auch meiner Mutter zu erklären, ne? Ich versuche sie jetzt nicht davon zu zwingen, aber ihr das zu erklären, ne? Weil schlussendlich, wenn es dann so weit kommt, dann darfst du ja auch nicht Gott widersprechen, wenn er jetzt, weißt du, was ich meine jetzt bei der Vernichtung oder, weißt du, was ich meine? Da, ja, wenn dann ist es so. Wenn er spricht, ne, dann da kannst du nicht so viel sagen. Ne? Da dürfen wir keinen Mucks machen. Das war ja schon bei Hiob. Gab es ja auch so eine Geschichte, ne, wo er nur gesagt hat, ich weiß, dass ich Gott nichts Schlechtes getan habe. Das heißt ja schon indirekt, dass er nicht den Fehler gemacht hat, sondern Gott. Schon darauf hat sich ja Gott schon aufgeregt gehabt. Ne? Ja, genau. Der zweifelte nicht an seiner eigenen Gerechtigkeit. Ne? Ja, verstehst du? Und darum, ich versuche meine Mutter immer irgendwie zu erklären, weißt, befasst sich doch ein bisschen, sie ist sehr gläubig, sie betet nicht so 5-mal am Tag, aber sie schätzt den Gott sehr, sie betet jeden Tag zu ihm, weißt du, so, ihr versteht, was ich meine, nicht so mit Allah, sondern Gott, weißt, wie wir auf Albanisch sagen, okay. Aber sie bleibt halt, sie sagt, ich bin Muslimin geboren, ich sterbe als Muslimin, ne? Ja, gut, du kannst natürlich mit ihr zusammen sitzen und einfach jeden Abend ein bisschen ein paar Verse aus der Bibel lesen, ne? Der Heilige Geist arbeitet dann an ihr. Automatisch. Der Heilige Geist zieht sie in den Bann. Ich habe auch so das Gefühl, das Verständnis ist auch größer geworden. Ja. Also das Verständnis, Nächstenliebe, Empathie, also so Sachen entstehen. Weißt du, bei dir sagt, jetzt? Ja, weil ich früher war ich ein anderer Mann. Ne? Ja, sicher. Wir alle. Ich sage jetzt nicht, das hat mit dem Islam was zu tun, aber ich merke einfach, mehr Leute, die Moslems sind, sind eher zu Gewalttaten bereit als, ich komme ja aus der Schweiz. Ne? Bei uns würdest du niemals dort einen Schweizer finden, der seine Hand erhebt und dir eine reinhauen will. Kannst du vergessen. Glaub mir, 100% kannst du vergessen. Ja, das ist halt so, weil eben der islamische Geist gewalttätig ist. Ne? Das sieht man eben an den Taten von Mohammed, der hat ja annähernd fast 30 Kriege und Feldzüge gehabt. Ihr wisst ja, diese unsere Flagge von den Albanern, diese die Adler, ne? Also ja, die Flügel, die stehen ja für die Kriege, die er geführt hat, gegen die Osmanen, ne? Ja. Das wissen ja unsere, also meine albanischen Freunde gar nicht. Die wissen das gar nicht. Ja, und hier und hängen diese türkische Flagge mit den Albanern zusammen, weißt? Ja. Weißt, die haben keine Idee, woher kommt das oder wer waren wir? Die haben keine Ahnung. Das kotzt mich manchmal so an, ne? Ja, das ist, der Mensch ist nun mal faul. Ne? Nicht jeder Mensch will sich hinsetzen und Geschichte und Wahrheit und dies und das, kostet einfach viel zu viel Mühe. Es ist einfach viel mehr spaßiger, in ein Shisha-Bar zu gehen, zu lachen, da hinter Frauen herzulaufen, Disco. Du weißt ja, wie der Mensch ist, sein Fleisch. Das Fleisch des Menschen begehrt eben nach der Sünde. Hat schon Petrus oder Paulus hat das ja schon gesagt. Ne? Ja. Ich weiß nicht mehr, welcher von denen, wo er gesagt hat, meine Seele sehnt sich nach deinen Gesetzen, aber mein Körper
Irgendwas, sein Körper ist halt in der Sünde. Genau, das, das Fleisch nicht begehrt. Ne? Genau. Bitte? Wie der Mohammed Gehirnwäsche mit den Leuten macht, die zum Beispiel Mujahideen sind und ausrücken. Das ganze Kapitel heißt in Sunan Abi Dawud, heißt die Tugend, einen Ungläubigen zu Nacken therapieren. Ja. Tugend, das ist eine Tugend, einen Ungläubigen Nacken zu therapieren. Ja, pass mal auf, feine Art. Eine Tugend, feine Art. Eine feine Art, genau. Hadith, also Kapitel 10, Hadith 2495. Abu Huraira berichtete, der Gesandte Allah sagte, ein Ungläubiger und der, der ihn Nacken therapiert hat, werden niemals zusammen im Feuer sein. Und jetzt kommt es von Al-Albani und Al-Anaud als Sahih klassifiziert. Und jetzt kommt der Kommentar von Al-Tibbi. Es ist notwendig, dass der Dschihadist niemals das Feuer betritt. Denn wenn er es betreten würde, wäre er ihm, den Ungläubigen, ebenbürtig. Shar al-Tibbi al-Ala Mishkat al-Masabi, Band 8, Nummer 2628. Das heißt, das schlechte Gewissen wird dem Muslim noch weggenommen, wenn der einen... Ja, klar. Wenn du das machst, wenn du den Ungläubigen da seine Nackentherapie machst bei ihm, dann wirst du 100% ins Paradies gehen. Und das ist sehr gefährlich. Was heißt Nackentherapie? Ich check das nicht. Also Kopf. Hier, was mache ich die ganze Zeit? Bitte? Also Kopf was ich? Ab. Ja, finde ich auch so krank. Sorry, Mann. Also das ist ja total abnormal, Mann. Diese Art und Weise von Köpfen und so. Wir sind doch keine Tiere, Mann. Ja, das ist ein Ritual, ne? Und die machen das. Ja, total, also schon dort müssten doch die Leute ein bisschen aufwachen. Sorry, Mann. Wie kann man das schauen, wo dein Bruder oder deine Schwester wird einfach geköpft? Ja, ist grauenhaft. Ne? Oder deine Mutter oder dein Vater. Cevap oder wie du auch heißt. Nee, ich habe nicht gesagt, dass die Albaner das... zugeben. Sie geben das eben nicht zu. Shari, möchte noch was fragen? Die anderen wollen auch noch rein. Ah, nee, ist okay. Für mich ist okay, ist erledigt. Gleichfalls. Danke dir. Ciao, ciao. Gott segne dich. Ciao, ciao. Möge der Herr Jesus auch die Mutter von ihm zu sich ziehen und retten. Amen. Jemand schreibt, er will sich Amir auf die Rippen tätowieren lassen. Aber bitte nicht Amir, sondern Dr. Sheikh Abu Amir. Mit diesem Bus. Wenn er so aus dem Bus rausguckt, mit seinem Arm. Headstreet Boy. Auf seiner Stirn tätowieren. Oh, Headstreet Boy. You are my Hetsy. The one who hates me. So, was ist denn? I hate it that way. Hetz mit mir, oh, Hetzi, komm und Hetz mit, Hetzi way. Oh, Hetzi, Hetz mit, I wanna Hetz the way. The greatest I hetz it that way. I hetze that way, genau, ich hetze diesen Weg. Yeah. Ja, ja, okay. Super. Ich habe mal ein paar Fragen, ja. Oder Muslime, nur eine? Die Muslime sagen ja, dass der Islam ja wirklich friedlich ist, oder? Ja. Also wahrhaftig. Ja, die nehmen ein scharfes Messer, Mann, friedlich, Shamba Jamba. Genau. Aber was sagen die denn dazu? Und die ganzen Gelehrten und diese Möchtegern, Wissenschaftler von Islam, was 2015 passiert ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt 2015 war, ich will nichts Falsches sagen, aber was im Afghanistan passiert ist mit der eine Frau, die misshandelt wurde, weil sie angeblich ein Koranbuch verbrannt hat. Das war in Pakistan. Pakistan. Oder in Pakistan, genau, genau. Was sagen die denn dazu? Haben die das vergessen? Ja, die sind ja richtig Munafirin, ne? Das ist das Problem. Ja, aber was würde denn so ein Pierre Vogel sagen oder so ein wie heißt der andere, der nicht mal Deutsch sprechen kann, der mit dir unbedingt diskutieren will? Hansi. Ja, Hansi. Sonderschüler, genau. Ja, auch ihn zu beleidigen. Okay, tut mir leid. Aber was würden die denn dazu sagen? Ja, die würden sagen, dass es nicht richtig ist, dass sie das gemacht haben mit der Frau, weil da nicht die Scharia herrscht in Pakistan. Wenn die Scharia herrscht, dann ist das richtig. Ach so, wenn die Scharia herrscht, dann ist das richtig. Ja. Also, aber wenn die Scharia nicht herrscht, ist das falsch, dass die Muslime sowas machen.
Aber die Tat an sich ist okay. Nur weil das nicht an Scharia gebunden ist, der Staat. Okay, okay, alles klar. Okay, die denken so, okay, und warum, jetzt noch eine Frage, warum hat Mohammed die neunjährige Aisha genommen? Also aus welchem Zweck? Also warum? Manche sagen angeblich, sie war weise, obwohl sie einen Vater hatte. Wie geht das? Ja, das ist alles Lüge, das ist Propaganda, ne, um diese Tat. Ja, aber was für einen Zweck hat das, eine Sechsjährige zu heiraten? Gibt's Zweck? Was gibt es denn für einen Zweck? Wir wissen doch, was für einen Zweck. Dann so heftig? Ja, weil es denen nicht schmeckt, dass das so, die würden natürlich das Ganze unter den Teppich kehren, aber das ist nun mal da. Das ist alles in den islamischen Schriften niedergelegt und die versuchen das jetzt irgendwie so zu umgehen, ne, mit Ausreden und so weiter. Es ist ihnen unangenehm. Es ist ihnen sehr, sehr unangenehm. Ja, extrem. Aber die wollen es einfach nicht zugeben. Ja. Die wollen einfach nicht zuhören mit ihren Herzen. Die wollen einfach nicht. Ja. Bei denen ist einfach ein Knoten. Es braucht Mut, es braucht Herz, um wirklich sich von etwas loszusagen und der Wahrheit zu folgen. Es braucht alles. Du musst mutig sein, herzvoll, du musst Gott lieben, du musst bereit sein, für Gott alles aufzugeben. Das braucht verschiedene Sachen, um eben da wegzukommen. Ne? Ja. Wenn du das nicht hast, dann wirst du da drin bleiben. Ich habe auch mal Amir was geschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob sein Profil das gesehen hat. Warte mal ganz kurz. Die ganzen Quellen sind alle akkurat, die ich hier in dem Buch von CP habe. Ich gucke gerade, mache ein Foto davon, such das Ganze im Netz und finde genau das, was hier drin steht. Perfekt. Band 13, Seite 58, islamweb.net, die größte muslimische Internetseite der Muslime, der sunnitischen Muslime. Absoluter Hammer. Ja, natürlich. Warte mal, kannst du mir das sagen? Ich will mir das aufschreiben. Ja, warte mal. Warte. Es stimmt also wirklich, der Muslim darf mit seiner eigenen Tochter Verkehr haben, wenn er aus Unzucht geboren hat. Absolut krank. Oha. Absolut krank. Okay. Sag mal bitte, wie das heißt, damit ich mir das aufschreibe. Das stimmt, sage ich dir sofort, warte. Das stimmt also wirklich heftig. Tafsir al-Qurtubi, Band 13, Seite 58. Und das ist die Seite der Muslime. Guck mal hier. Leute, das ist so krank. Das ist Al-Qurtubi, Band 13. Band 13? Seite 58. Seite 58. Und auf welche Internetseite gucke ich das am besten? Das ist islamweb.net. Das ist die größte muslimische sunnitische Datenbank, also die Bibliothek der Muslime selbst. Islamweb.com, wa? .net. Ah, .net. .net. Okay, perfekt. Guck dir das mal bitte an, das ist so krank. Tafsir von Al-Qurtubi, Shamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Ansari al-Qurtubi. Gott der Allmächtige sagte, und er ist es, der einen Menschen aus Wasser erschaffen und ihn zu einem Geschlecht und einer Ehe gemacht hat, und dein Herr ist mächtig. Darin geht es um zwei Themen. Erstens um das Sprichwort Gottes des Allmächtigen, ist es, der Menschen aus Wasser erschuf und ihn, das heißt, er erschuf aus Sperma zu einem Menschen machte, so erschuf er ihn, das heißt, er erschuf eine Person durch Abstammung und Heirat. Es hieß aus Wasser bezogen auf den Ursprung der Schöpfung, in dem alles Lebewesen aus Wasser erschaffen wurde. In diesem Vers wird der Segen aufgezählt, den die Menschen hatten, als sie sich nach dem Nichts fanden, und verlinkt Aufmerksamkeit auf die Lektion darin. Das Sprichwort wird Abstammung Schwiegereltern. Abstammung und Schwiegereltern sind zwei Bedeutungen, die jede Verwandtschaft umfassen, die zwischen zwei Menschen besteht. Ibn al-Arabi sagte, Abstammung bedeutet die Vermischung von Wasser zwischen Mann und Frau. Nach islamischem Recht, wenn es auf Sünde zurückzuführen ist, handelt es sich nicht um eine absolute Schöpfung und nicht um eine bestätigte Abstammung. Und daher ist es nicht in seinem Ausspruch enthalten. Eure Mütter und eure Töchter haben euch wegen des Ehebruchs seine Tochter verboten, weil sie nicht seine Tochter ist. Gemäß der korrekteren der beiden Meinungen, unsere Gelehrten und die korrekteren der beiden Meinungen in der Religion. Wenn es nach islamischem Recht keine Abstammungslinie gibt, dann gibt es nach islamischem Recht keine Ehe. Das ist Ehebruch zwischen der Tochter und einer Mutter oder der Tochter und einer Mutter nicht verboten. Und das vom Erlaubten verboten ist, ist vom Verbotenen nicht verboten. Denn Gott war seinen Diener durch Abstammung und Heirat gnädig, hat ihren Status erhöht und ihnen die Regel über Zulässigkeit und Verbot auferlegt, damit ihnen
keine Lüge anhaftet oder ihnen gleichgestellt wird. Ich sagte, die Juristen waren unterschiedlicher Meinung darüber, ob ein Mann seine Tochter aus Ehebruch, seine Schwester oder die Tochter seines Sohnes aus Ehebruch heiraten sollte. Einige Leute haben das verboten, darunter Ibn al-Qasim, und dies ist die Ansicht von Abu Hanifa und seinen Gefährten, und andere haben es zugelassen, darunter Abdul Malik Ibn al-Majjun, was die Ansicht von Ash-Shafi ist. Und dies wurde in Al-Shafi, Millionen von Muslime, die der schafiitischen Rechtsschule folgen, die sehen das als erlaubt, wenn du Allah ungehorsam geworden bist und mit einer Frau Unzucht begangen hast und daraus ein Kind entsteht, dann sehen die das nicht als Teil der Abstammung. Du kannst sowohl mit der Tochter als auch mit der Mutter Verkehr haben. Das ist eine kranke, perverse Sekte ist das, Mann. Crazy, das ist crazy. Reda, krass. Ja, es ist hardcore. Das ist nicht Teil der Abstammung? Hardcore. Ja, ja, die Abstammung ist nur durch die Ehe gegeben. Ja, genau. Ne? Also ne, Vater in der Ehe mit der Mutter, ganz normal, Tochter, Sohn, so. Das ist die Abstammung. Aber wenn du außerhalb der Ehe zeugst, dann ist das nicht deine Abstammung. Das ist nicht dein Kind sozusagen. Heftig. Da kannst du auch eben Geschlechtsverkehr haben mit dem Mädchen, das du gezeugt hast, aber nicht aus der Ehe gezeugt hast, sondern in Ehebruch oder in Unzucht. Dann ist das nicht mehr deine Tochter. Es stimmt also doch. Es stimmt alles, was der CP hier geschrieben hat. Ne? Alles. Wahnsinn. Natürlich. Das ist so eine Lüge. Das ist schon längst bekannt auch. Natürlich hat er ein größeres Verständnis und noch mehr Wissen als viele andere Islamkritiker und so weiter. Aber was soll man denn da lügen? Das ist doch alles schwarz auf weiß im Koran und in Hadithen. Das kann jeder schnell finden. Für alle, die es nochmal wissen wollen, das ist Tafsir al-Qurtubi, Band 13, Seite 58. Ich habe das gerade aus der größten muslimischen, sunnitischen Webseite gelesen, islamweb.net. Ne? Ja. Okay, ich danke dir, Amir, Bruder. Ich muss da mal reinhauen. Ich danke dir, wir sind hören. Ciao, ciao. Ciao. Wo finde ich das? Ich werde das in die WhatsApp-Gruppe einfügen. Ich schmeiß das mal eben da rein. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Ja. Ah, okay, gerade eben ging es nicht. Ich wollte erstmal klarstellen, dass ich kein Kamel-Urin-Trinker bin, ne? Wegen gerade eben. Ich wollte erstmal Gottes Segen euch beiden, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Arbeit, auf jeden Fall, und sehe immer sehr gespannt zu. Ist auf jeden Fall, wie andere auch schon gesagt haben, interessanter als so die ein oder andere Netflix-Serie. und zwar habe ich ein paar Fragen generell auch, zum Beispiel auch über die Bibel. Weil ich weiß, dass ihr sehr viel Ahnung habt und dass ich denke, dass ihr das beantworten könntet. Und zwar habe ich nämlich gelesen in Kolosser 4, Vers 16, dass es einen Brief an die Laodicea gab, aber ich frage mich, warum der nicht in der Bibel zu finden ist. Bitte was? Und zwar habe ich in Kolosser 4 gelesen, dass dort, Kolosser 4, Vers 16, dass es einen Brief an die Gemeinde in Laodicea gab. Warte bitte, einen Moment. Kolosser 4, Ja. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Sekunden Unterschied hier mit der Übertragung. Der Brief, der auch in der Gemeinde von Laodicea zu lesen ist, nicht ein anderer Brief. Es ist dieser Brief, dieser Kolosserbrief, sollen die Kolosser, nachdem sie ihn gelesen haben, sofort auch in die Gemeinde der Laodicea bringen, damit sie es auch lesen. Und nicht ein anderer Brief. Wenn er euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass sie auch auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn Ja, ich meine den halt, wo ist der aus Laodicea, der Brief? Laodicea werden sind diese Gemeinden, die lauwarm damals waren. Den sollte man das vorlesen. Okay. Aber ich meine, der Brief, der an die Laodicea ging, soll ja auch in der Gemeinde von Kolosser, also von den Kolossea, gelesen werden. Den Brief meine ich. Ja, der wird hier nicht explizit erwähnt, dieser Brief.
Ne, weil es steht ja geschrieben, lest auch den Brief, den ich dorthin geschrieben habe. Der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch... Hier, guck mal, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, wenn er fertig gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird. Also der Kolosserbrief hier gelesen wird und in der Gemeinde der Laodicea. Siehst du, wie mein Bruder gerade gesagt hat? Ich weiß, was ihr meint. Nur ich meine danach, es steht ja komplett, also zumindest schließt das bei mir so. Vielleicht habe ich eine andere Übersetzung. Also ich habe Hoffnung für alle. Wenn ihr diesen Brief gelesen habt... Dann geht in die Gemeinde in Laodicea, gebt ihn an die Gemeinde in Laodicea weiter. Lest auch den Brief, den ich dorthin geschrieben habe. Das heißt, sowohl sollen die Kolosser sollen den Brief von Laodicea lesen, aber auch die aus Laodicea sollen den Brief von den Kolosser lesen. Ja, dass beide einen Brief bekommen. Darüber ist jetzt nichts mehr hier bekannt. Also wenn der Apostel Paulus sagt, dass man den Kolosserbrief dort lesen soll und die Laodicea dann irgendwas anderes lesen sollen, darüber haben wir jetzt hier keine Kenntnisse mehr. Da muss man, weiß ich nicht, irgendeinen Bibelprofessor oder Bibellehrer fragen, ne? Was damit da wirklich gemeint ist. Mhm. Und mit Esau, da wollte ich fragen, da gibt es ja im Alten Testament eine Stelle, dass Gott Esau hasst, liegt das an der Wortübersetzung, dass es mehrere Übersetzungen gibt in den semitischen Sprachen, oder ist das wortwörtlich gemeint, dass Gott Esau hasste? Weil ja, eigentlich Esau, Gott. Ja, genau. Esau hat ja die Verheißung Gottes verworfen. Und somit bleibt nur noch der Zorn und Hass Gottes auf denjenigen, der schon auch zu seinen Lebzeiten Gott verachtet hat und verworfen hat. Okay. Okay, dann weiß ich Bescheid. Die Gottesfürchtigen werden geliebt in der Ewigkeit, mhm, und der Zorn Gottes aber bleibt bei denen, die eben nicht gottesfürchtig sind. Aber heißt das, dass Gott auch Esau wirklich wortwörtlich hasste oder dass er nur zornig war? Ja, weil es steht auch, ja... Mein Lieber, wir haben ja auch im Lukas-Evangelium, dass der Herr Jesus Christus sagt, wer nicht seine Mutter und Vater und sein eigenes Leben hasst, der kann nicht zu mir gehören. Ich habe eine Wortstudie unternommen und dieses Hassen ist nicht wirklich Hassen, das wurde nämlich zu schwach übersetzt, weniger wertschätzen. Verstehst du, das ist das, weniger wertschätzen. Okay. Du kannst auf Biblehub.com gehen, du kannst immer auf Biblehub.com, wenn etwas unklar ist, dann gehst du einfach da drauf und dann gibst du den gewissen Vers ein und dann hast du sofort die Wortstudie, was dieses Wort noch bedeutet. Verstehst du? Okay. Ja, weil das meinte ich mit, dass semitische Sprachen ja mehrere Bedeutungen haben können, also in einem Wort. Ich wollte fragen, wisst ihr, ob man sich auch irgendwo... Wisst ihr, ob man sich auch irgendwie taufen lassen kann, ohne direkt einer Gemeinde, also Mitglied zu werden? Weil ich hätte schon Interesse daran, mich taufen zu lassen. Also ich bin christlich aufgewachsen so, aber habe mich dann sehr stark vom Glauben entfernt und habe in den letzten Zeit so wieder zum Glauben gefunden und würde mich gern taufen lassen, aber bin so ein bisschen durch ein paar Erlebnisse in Gemeinden so ein bisschen abgestreckt, direkt Mitglied so zu werden. So. Ja, du kannst mit Geschwistern Gemeinschaft haben und ein Bruder, der genau an das Gleiche glaubt wie du, kannst dich ja von ihm taufen lassen. Okay. Also das muss nicht irgendwie ein ausgewählt sein aus einer Gemeinde, dass er gesegnet ist. Nein, jeder, der an das glaubt, an was du glaubst, ein Bruder kann einen anderen Bruder taufen. Das ist ganz normal. Okay. Wie soll das denn damals funktioniert haben? Das ist das Problem. Naja, okay, stimmt. Wenn ein Ältester kommt, sollen wir auch warten, bis ein Ältester kommt. Nein, der sagt, da ist Wasser. Was hindert es dich dran, dich taufen zu lassen? Los! Okay, ja, okay, cool. Ja. Was sagst du, Apostelgeschichte? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, da findest du das, wo der, ich glaube, der Apostel Paulus meinte, also, was hindert dich daran, dich taufen zu lassen? Da ist Wasser. Los! Okay. Mhm. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich hatte in letzter Zeit so ein paar Struggles, deshalb ich hoffe, dass Gott mir da auf jeden Fall zeigt, welchen Weg ich gehen soll. Ich weiß nicht. Und wenn es ist, dass ich irgendwo missionieren soll, dann mache ich das. Ich hoffe, dass Gott da dieses Gebet das Gebet erhört. Und ja, auf jeden Fall will ich mich vorher erstmal taufen lassen. Also das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Genau. CP-Buch ist auf jeden Fall schon mal bestellt auch. Ja, so hier, guck mal, Apostelgeschichte ab Kapitel 8, Vers 36. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden?
Das sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Siehst du? Ja, ich lese, ja, hab gerade aufgeschnappt, ja. Ja, wenn du, sobald du glaubst, auf geht's zur Taufe. Okay. Ich werd auf jeden Fall einen Bruder fragen. Also, ich habe da auch, sind so ein paar Sachen auch Zufälle passiert, dass ich auf einmal mehrere zufällig Fremde getroffen habe und alle haben auf einmal zusammen miteinander über Gott gesprochen, mit mir so. Und die kannten selber sich nicht, also es sind schon crazy Sachen passiert. Also ich werde auf jeden Fall einen Bruder fragen, auf jeden Fall. Ja. Danke auf jeden Fall. Ja, und vergiss nicht die Seite dir zu merken, biblehub.com, ne? Da kannst du dann zum Beispiel Lukas 14, 26, und da haben wir ja diese Begebenheit, wo der Herr sagt, wenn ich sein eigenes Leben und alles Mögliche hasse, der kann nicht zu mir gehören, ne? Und die Bibel legt sich ja immer mit sich selber aus. Und da haben wir auch andere Verse, die sagen, mit weniger Wertschätzung alles, ne? Okay. Du sagtest gerade eben den Vers, ich will euch auch nicht zu lange aufhalten, weil andere wollen auch online kommen. Aber ich wollte fragen, du sagtest die Stelle, ich weiß auch nicht mehr, wo die ist, aber ich kannte die, dass man, wenn man seinen Eltern nicht verzeiht, dass man nicht zu Gott gehören kann. Ist das so gemeint, dass man, wenn man mit seinen Eltern Streit hatte, dass man zwangsläufig mit ihnen auch Kontakt haben muss, oder reicht es aus, mit ihnen zu vergeben persönlich, aber trotzdem keinen näheren Kontakt zu suchen? Ja, das ist das dann für eine Vergebung, ne? Wenn du den vergibst und Abstand hältst, das ist auch komische Vergebung, ne? Es ist, ist halt so eine Sache, was passiert, das ist halt, es hat halt auch ein bisschen was mit Glauben so zu tun, dass meine Eltern mir, ich möchte jetzt nicht zu ins Detail gehen, aber okay, meine Eltern haben halt mir vorgeworfen, obwohl es nicht stimmt, es gibt keinen Grund dafür, hatten mir damals vorgeworfen. Das hat mich auch damals in eine starke Krise geschmissen, halt mäßig, dass ich angeblich mit dem Teufel gegangen wäre, meine Seele verkauft hätte, so. Keine Ahnung, das war kurz nachdem ich in einer Zeit war, wo ich halt so viel Mist gebaut habe und so. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, so, aber ja, meine Mutter behauptet jetzt, dass ich das nie gesagt hatte. Dementsprechend ist das so ein bisschen schwierig, da auch Kontakt zu haben. Aber ich möchte ihn auf jeden Fall verzeihen. So. Ja, sehr gut. Verzeihen ist immer besser. Ne? Überwinde das Böse mit Gutem. Ne? Aber siehst du, dass es zwangsläufig... Ja, sorry. Nee, ist nicht schlimm. Rede, was hast du gesagt? Aber ist es zwangsläufig, dass ich dann mit ihnen auch Kontakt haben muss? Weil mein Plan wäre, dass ich zu ihnen gehe, ihnen persönlich verzeihe, aber sage, dass es mir zu schwer ist, mit ihnen weiter in Kontakt zu stehen. Nein, wir werden ja nicht aufgrund unserer Werke gerettet. Wir werden aufgrund unserer Glauben gerettet. Wir werden durch Glauben gerechtfertigt. Wenn wir eine Minute, auch nur eine Millisekunde aus den Werken gerettet werden würden, würden wir alle verloren sein. Aber ich meine explizit, weil es ja diesen... Wir müssen vergeben. Natürlich, das Herz darf nie zu sein. Vergeben. Aber natürlich kannst du entscheiden, okay, ich möchte zum Beispiel mit diesem Bruder oder sowas keinen Kontakt haben, weil er zum Beispiel zu fleischlich wandelt. Aber ich meine, das sind ja, also auch bei meinen Eltern, dann kann ich auch sagen, ich kann ihnen vergeben, aber ich muss nicht mit ihnen etwas, also keinen Kontakt haben. Das muss ich dann zwangsläufig nicht, solange ich ihn vergeben habe. Ja, du kannst natürlich den vergeben haben in deinem Herzen. Du hältst ja kein Gräuel gegen die Nichts, da ist alles rein. Mhm. Ja? Aber wenn zum Beispiel dein Vater oder deine Mutter ständig halt über die Bibel herzieht oder den Herrn Jesus beschimpft oder so, dann musst du entscheiden, okay, den Kontakt möchte ich so nicht haben, wie ich mit allen anderen Ungläubigen den Kontakt nicht pflege, die den Herrn Jesus beschimpfen. Ja? Das hat ja mit den Eltern nichts zu tun. Wir müssen generell alle Menschen vergeben. Ja, weil meine Alle Menschen vergeben, aber den Kontakt zu pflegen mit Ungläubigen, das ist auch, das gehört auch zu den Eltern. Eltern sind genauso ungläubig und kommen in die Hölle, wenn sie nicht sich bekehren. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Eltern und irgendeinem x-beliebigen Menschen auf der Straße. Der Herr Jesus sagt, du musst deine Eltern und so weiter hassen, wenn es darum geht, zu ihm zu kommen. Du musst alles hinter dich lassen, alles. Man muss bereit sein, von allem loszulassen. Weniger achten, also in dem Moment natürlich auch weniger achten, heißt das mit hassen. Also meine Eltern sind an sich,
das wollte ich noch mal kurz sagen. Hier in Lukas 14, 26, merkt euch das, ihr Lieben, falls jemand euch in die Ecke drängt, könnt ihr sofort auf biblehub.com gehen und dann könnt ihr eine Wortstudie unternehmen, Wort für Wort. Und das Wort hassen heißt im Griechischen Misai. Und Strongs übersetzt das noch weiter mit hassen, verabscheuen, weniger lieben, weniger schätzen. Von einem primären Misos verabscheuen, im weiteren Sinne weniger zu lieben. Siehst du? Und da habe ich gesagt, es wurde einfach zu schwach übersetzt. Du könntest es auch mit weniger Liebe übersetzen. Okay. Okay. Ja, bei mir ist so die Sache, meine Eltern sind gläubig, aber sind eigentlich gläubig. Ich bin, wie gesagt, gläubig aufgewachsen. Ich weiß auch nicht, was in der Situation da gewesen ist. Keine Ahnung. Deshalb bin ich da so ein Zwiespalt, ob ich zwangsläufig mit denen trotzdem Kontakt haben muss oder nur Vergebung alleine reicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mir halt auch die Situation nicht erklären, keine Ahnung. Also, wenn ich vergebe, dann habe ich richtig vergeben und will dann auch weiterhin so Kontakt haben, alles, weißt du? Okay. Ja gut, ich will euch auf jeden Fall nicht aufhalten. Aber ne, mein Bruder hat schon recht, ne? Wenn wir aus Werken gerechtfertigt werden, dann hat er keine Ahnung. Okay. Ich will eine Sache noch sagen, nur kurz, falls die Layla noch da ist, das hast du kennst sie, ihr kennt sie ja eh schon, aber damit sie nochmal weiß, sie sagt ja, dass das nur damals war mit Umbringen, wenn man den Islam verlässt, dann soll sie einfach nochmal Sunan Nasai 4059 und Al-Bukhari 6922 lesen. Alles klar, danke dir, Jan Lukas. Jo, ey, Gott segne euch auf jeden Fall. Danke für eure Arbeit auf jeden Fall und danke für das nette Gespräch. Ja. Ciao. Ja. Ganz, ganz wichtig an mir auch, ne, für die Zuhörer mit diesem Laodicea-Brief. Wenn es unbekannt ist, welcher Brief das ist, das da genannt wird, wir können nicht auf einmal sagen, ja, da ist ein Brief geschrieben, extra an die Laodicea und der ist nicht in den biblischen Kanon gelandet. So, da dürfen wir sowas überhaupt nicht machen. Es kann möglich sein, dass zum Beispiel ein Epheser-Brief an die Gemeinde von Laodicea gelangt ist und dann erst zu den Kolosser. So, hin und her, also andersrum, mal die Reihenfolge auch andersrum, aber nicht ein außerbiblischer Brief, weil da kommt rein und sagt, hier, Original Laodicea-Brief, ich habe für euch den Original Laodicea-Brief und da sagt Jesus, ihr müsst den Weg der Meditation gehen und meditieren, bis ihr zu Gott aufsteigt. Was für eine Gefahr da auf einmal reinkommen kann. So sind ja auch diese deuterokanonischen Schriften auch entstanden, die gnostischen Inhaltes sind. Ja, weil die Menschen eben nicht auf das Wort Gottes vertrauen und lesen, ja, da ist ein Brief außerhalb des Kanons, des biblischen Kanons. Wo ist dieser Brief? Ah, okay, das könnte dieser außerbiblische Brief sein. Und schon kommt der Satan rein. Ja. Darf nie die Grenzen der Bibel verlassen. Niemals. Wer die Grenzen der Bibel verlässt, der Wolf wartet auf ihn, wenn die Herde diese Grenze verlässt. Um ihn zu fischen, um ihn zu fressen. To eat them. Simone. Der Kleine. Er ist immer aktiv um jede Uhrzeit. Simone hat Empfang von Afghanistan. Amir? Ja. Wie geht's? Alhamdulillah, Jesus, gut. Und dir? Auch Alhamdulillah, Jesus. Perfekt. Ist dein Bart dunkelbraun gefärbt? Der ist richtig dunkelbraun. Es ist heftig. Der Hansi ist so krass, ne? Wie? Der schämt sich nicht vor laufender Kamera zu lügen. Wenn das dunkelbraun ist, dann bin ich der Papst, ich sag's euch. Guckt euch das bitte an. Wenn das dunkelbraun ist, bin ich der Papst. Pech schwarz ist das, Mann. Guckt mir das mal bitte an. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen oder was? Ultra schwarz, Mann.
Here comes the man in black. Hansi, come forever. Here comes the man in black. Hast du was getrunken? Hansi. Das ist gelb, Armin, ja, genau. Ja, mein Lieber, was kann ich für dich tun? Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich sehe letztens eine Live-Debatte. Er sagt, Sali al-Bukhari hat sich verschrieben. Er wollte schreiben, Aisha's 19. Ja, stimmt, natürlich, klar. Als statt die 9 wollte, der hat er die 1 vergessen. Ne? Der hat sie mit 6 Jahren geheiratet und mit 19 hat er sie dann. Ja, sonst wollte ich nichts loswerden. Dankeschön. Okay, alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Reza, Bukhari hat vergessen, Reza. Ja. Es kann alles möglich sein. Alles, was so den Menschen unangenehm ist, ist dann halt falsch übersetzt oder Bukhari hat vergessen. Aber alles, was so denen gefällt, hat Bukhari nicht vergessen. Das ist so je nachdem, was so angenehm oder unangenehm ist. Reza. Alles Angenehme für die Muslime, was denen gefällt, hat er nicht vergessen. Da hat er nicht vergessen. Reza, weißt du eigentlich, dass Bukhari 600.000 Hadithe gesammelt hat und er musste, wenn er ein Hadith geprüft hat, musste er die Überlieferungskette prüfen, er musste 2 Rakats beten, er musste Gebetswaschung vollziehen, er musste reisen, um die Leute so zu interviewen, mit denen zu reden und noch eine ganz komische Sache, also so 5 Sachen musste er machen, um einen Hadith zu prüfen, Reza. Wenn du dem Bukhari nur ein oder zwei Stunden am Tag, also eine Stunde für ein Hadith gibst, Reza, oder 2 Stunden, was meinst du, was du für eine Zahl kommst, Reza, bei 600.000 Hadithe? Reza, das ist unglaublich. Der Bukhari war wahrscheinlich 3000 Jahre alt. Reza, der muss 68 Jahre lang durchgebetet haben, gemacht haben, nie geschlafen haben und dann hat er das geschafft. Aber er ist ja nur 60 geworden, Reza. Ja, vielleicht vor seinem Leben hat er schon angefangen, bevor er geboren wurde. 8 Jahre vor. 8 Jahre vor seiner Geburt. Ein sehr guter albanischer Ex-Muslim hat das herausgefunden. Das war sehr gut. Ja. Das ist einfach nur traurig. Das Problem ist ja auch, dass die Sunna fast 50%, was ist fast? 50% des Islams ausmacht. Und da sind sich die Gelehrten ja auch in vieler Dinge nicht einig, weil da wieder Widersprüche gibt und dies und jenes. Ne? Der ganze Islam ist eigentlich nicht gut überliefert. Du kannst es auch nicht weglassen, diese ganze Sunna des Propheten, weil eben die Sunna die ganzen Verse aus dem Koran erklären, die Hintergründe. Also das kannst du nicht weglassen, du musst das annehmen. Aber das musst du annehmen und es ist trotzdem nicht unter allen Gelehrten eben einstimmig. Das heißt also, es ist eine Fälschung. Es sind Fälschungen reingekommen. Heftig, ne? Und das musst du aber annehmen. Du musst die Fälschungen annehmen jetzt. Wie hat er das denn geschafft, der Bukhari? Das fragen wir uns die ganze Zeit. Bei 600.000 Hadithe, ist er. Wie geht das? Vielleicht hat er einfach 1,5 Geschwindigkeit erhöht. Oder auf 2 wie bei WhatsApp. Ja, wenn man schnell macht, klar, du kannst das alles in der Hälfte der Zeit. Das kannst du keinem mehr erzählen. Das ist ja der ganze Islam ist ein Riesenschwindel, ne? Riesenschwindel. Auch diese ganze Propaganda mit die Quraysh haben ihre Frauen begraben und Mohammed ist gekommen, um die Frauen zu retten. Aber die Lage der Frauen haben sich ja dramatisch verändert und es ist noch schlimmer geworden, Mann. Ja, da sieht man eben, wie gesagt, das beste Beispiel ist ja die erste Ehefrau von Mohammed selber, die Khadija. Ja, genau. Die Quraysh war. Und die war selbstständig, Kauffrau und Mohammed war ja bei ihr angestellt. Ja, die hatte mehrere Männer, alles, ne? Ja. Wahnsinn. So sieht's aus. Aber das ist alles Propaganda, ne? Um den Islam dann halt irgendwie besser darzustellen, als er wirklich ist. Hallöchen, meine Guten.
Ich auch, mein Bruder. Gott segne dich auch, Resa. Gott segne dich, mein Bruder. Ich hab eine Frage an dich. Was hat das eigentlich mit Sura 3, Vers 54 auf sich, mit dieser Listenschmied-Geschichte? Weil in anderen Übersetzungen steht da Planer und sowas drauf, wie die Muslime das übersetzen. Kannst du mir das vielleicht erklären oder erläutern? Makara ist List, ist Hinterhältigkeit. Okay. Ein Plan, was du machst, aber aus Hinterlistigkeit. Verstehst du, das ist ja die List. Und die Schlange war ja listig und hat Eva mit einer List überrumpelt. Übers Ohr gehauen. Also Listigkeit ist immer etwas Negatives. Okay, und das ist das arabische Wort Makar. Okay, weil bei der einen steht ja bei der Übersetzung so und bei der anderen steht in der Übersetzung so. Also ist eigentlich. Ja, es gibt gute Übersetzung und schlechte Übersetzung. Planer ist eine schlechte Übersetzung. Makara, also Listenschmied, listig ist dann die richtige, die gute Übersetzung. So. Wie bei allen Sachen. Okay, das ist gute Übersetzung, genaue Übersetzung und nicht gute Übersetzung. Das hast du mir schön erklärt. Ich habe gestern auch ein bisschen so rumgeschrieben, weißt du, und deswegen. Das arabische Wort musst du dann richtig kennen, Makar. Okay. Makar, und dann kannst du das sehr gut übersetzen mit Listenschmied. Also dieses Listenschmied war sozusagen schon die richtige Übersetzung gewesen. Ja, Makar, ja. Weißt du, was das Kranke daran ist? Die Muslime, wenn sie in der arabischen Bibel lesen, dann sehen sie im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 3 müsste es, glaube ich, sein, ne? Oder Kapitel 2, Vers 3, wo die Schlange als die listigste von den ganzen Tieren des Feldes benannt wird. Die Eigenschaft, listig zu sein, ist die Eigenschaft der Schlange. Ja, des Teufels. Ja, Schlange ist ja einfach, der Satan hat sich ja der Schlange bemächtigt. Also im Endeffekt ist das so geschrieben, wie dass das der Teufel ist, sozusagen. Ja, natürlich, klar. Ich kenne das ja aus dem Iran noch damals, als ich als Kind in Iran rumgelaufen bin. Da haben ja meine Eltern und meine Großeltern das Wort Makar ja benutzt. Deswegen kannte ich das schon aus dem Iran damals als Kind. Und das haben die immer benutzt für einen Menschen, der eben hinterhältig Sachen plant. Das ist eigentlich. Aber immer im negativen Sinne, nicht im positiven Sinne. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, was ich euch stellen kann. Ihr seid ja Iraner, ne? Ja. Das iranische Geheimnis ist ja bekannt dafür, dass die stark sind, ne? Also, dass die überall da recherchieren und gucken und sowas, ne? Ja. Was würde euch denn erwarten, wenn ihr da einreisen würdet dann? Ja, Todesstrafe, sofort. Ja? Ja, sicher. Die haben euch ja, weil das Islam ist. Ne? Ja, bestimmt, ja klar. Total verrückt. Wer würde sowas denn freiwillig machen, es sei denn, er ist überzeugt von dem, was er da macht. Es sei denn, er ist überzeugt von Jesus Christus. Es sei denn, er weiß, was er da tut. Das ist das. Das ist total verrückt. So wie dieser eine Reporter, was war da nochmal, wo gesagt hat, alle Religionen sind gleich. Das war, glaube ich, Saudi-Arabien, richtig? Ja, und da haben die lebenslang gegeben, oder was er hat. Und mit Peitschenhiebe. Wie 400 Peitschenhiebe und 40 Jahre oder sowas, ne? Ja. Aber da, guck mal, das ist das, was ich meine, dass das die Leute nicht sehen und nicht verstehen, dass wenn einer sagt, alle sind gleich, dass der so eine Strafe bekommt. Woher kommt das? Ich meine, woher kommt die Motivation? Ja, der Typ hieß Raif Badawi. Raif Mohammed Badawi, auch Raif Badawi, ist ein saudischer Internetaktivist. Badawi gründete 2008 das Online-Forum, das liberal-freie Netzwerk, eine Website über Politik und Religion in Saudi-Arabien. Die staatlichen Behörden reagierten mit Repressionen wie einem Reiseverbot und dem Einfrieren seiner Konten. Was hat er gemacht? Badawi wurde 2012 verhaftet und 2013 wegen Beleidigung des Islam zu 10 Jahren Haft, 1000 Peitschenhieben, einer Geldstrafe von 1 Million Rial und einem 10-jährigen Ausreiseverbot nach Beendigung seiner Haftstrafe verurteilt. Das ist wie Todesstrafe, ist dasselbe fast. Aber nur weil er diesen Satz gesagt hat, oder Amir? Ja, genau. Er hat gesagt, die Muslime und Nicht-Muslime sind alle gleichwertig. Ja, genau. Und das ist gegen den Koran. Das ist doch Wahnsinn. Allah hat die Muslime zu der besten Gemeinschaft erkoren. Über alle anderen Gemeinschaften. Das sind Übermenschen, Herrenmenschen. Aber ich meine, guck, das ist ja genau das. Saudi-Arabien, Mutterland des Islams. Das war in Saudi-Arabien, oder Amir? Ja. Oder Arabische Emirate. Ja. Jetzt überlegt euch mal, wenn das Mutterland des Islams, dieser Ursprung, ne, wenn die so entscheiden, dann muss man sich doch ein bisschen Kopf machen. Da muss ich mir überlegen. Was die Muslime machen, diese Shisha-Muslime, sagen, ja, die Saudi-Araber, die sind so verrückte Muslime, die solche Sachen machen.
Ja, was pilgern die dann dorthin, wenn die so verrückt sind, Anna? Ja, die Mekka ist gut, aber Saudi-Arabien ist nicht gut, die ist der Islam da. Vor allem, wenn man Mekka überlegt, ist gut, Saudi-Arabien nicht. Apropos Mekka, Jungs, jetzt mal ohne Witz, ich glaube, wenn du da einfährst, steht doch drauf, alle Nicht-Muslime müssen jetzt abbiegen, ne? Ja, natürlich, weil du sonst mit deiner Anwesenheit. Bei uns kann jeder pilgern, bei uns kann jeder kommen, jeder ist herzlich willkommen. Autobahnzeichen. Ja, stell dir mal vor, in Deutschland gibt es ein Autobahnzeichen, wo steht nicht. Muslime weiterfahren in die Autobahn, nicht in die Stadt rein. Ihr macht unsere Städte mit eurer Anwesenheit unrein, dreckig. Weiterfahren, weiter, weiter nach Belgien. Deutschland will nicht geschmutzt werden mit eurem Dasein. Stell dir das mal vor. Das ist total verrückt, Leute. Die Realität ist total wahnsinnig. Der Satan, der diese Realität so gemacht hat hier auf der Erde, und die Menschen, die eben in einem Trance-Zustand sich befinden, in einem geistigen Trance-Zustand. Ja, das ist auf jeden Fall gegen die Menschlichkeit. Aber ich hätte noch eine letzte Frage. Guck mal, der Amir, Reza, du bist ja sein Bruder, ne? Der Ami hat ja Dings gehabt, so diese Terroristen wollten den ja umbringen und sowas, ne? Ja. Hattest du auch schon so einen Fall gehabt oder hattest du auch vom Staatsschutz mal einen Anruf bekommen? Weil ihr habt ja auch zusammen mal Videos gemacht. Nein, Ami ist da in der Hinsicht sehr, sehr viel bekannter und gefährdeter. Ja? Ich mache eigentlich gar keine Islamaufklärung. Der Islam hat sich ja für mich seit 30 Jahren schon fast erledigt. Ja, gut, aber du redest ja trotzdem noch drin. Du sagst ja, du redest ja trotzdem noch und du kennst dich auch sehr gut aus. Deswegen war ja. Ihr hattet ja auch gemeinsam Videos gehabt. Ich meinte, und der ist ja wie gesagt dein Bruder. Ich kann mich bei mir, ich krieg zwar hin und wieder so von den Leuten, Muslime, die ich so kenne, manchmal, so unter der Hand so Drohungen. Aber so großflächig wie der Amir das durchgemacht hat, nein, so nicht, nein. Aber Ami, Respekt, der traut sich trotzdem überall hin. Den ist das scheißegal. Der geht überall hin mit dem Missionarsmobil. Da ist das ein Missionarshauptquartier, ist ja auch egal. Ja, dazu gehört es eben unglaublichen Mut, ne? Natürlich, ich sag dir ehrlich, ich bin wirklich ganz ehrlich, ich respektiere das sehr, der zeigt Gesicht. Und das ist auch das Wichtigste für uns alle, ne? Ja, du musst dir mal vorstellen, das ist ein Wunder. Ja. Amir, dass er einfach so weitermacht und dass er lebt und das macht. Du musst dir vorstellen, in Deutschland sind 20 Millionen Muslime, mindestens. Und du musst dir vorstellen, die leben ja überall. Die Muslime sind ja überall, in allen Großstädten, 100.000-fach vertreten. Das heißt, Amir hat 20 Millionen Feinde in Deutschland. Boah. Ja, der ist ja überall bekannt, man. Ich glaube, Amir, du bist doch einer, du bist, wenn nicht der, sogar der, wo angefangen hat damit, ne? Also auf YouTube und was weiß ich was, so, keine Ahnung. Die Dimension mal so anhört, wenn du das sagst, das ist so krank. Ja, ne? das ist halt, wie heißt der Film nochmal, der mit Keanu Reeves, John Wick. Der rumläuft in die Straßen und alle gucken den so an. Der Penner guckt ihn so voll an, weil er auch involviert ist, der auch töten will und so weiter. Alle. Der hat nur Feinde um sich herum. In der ganzen Großstadt. Genau deswegen war ja die Frage gewesen, Amir, an dich gerichtet. So, wie ist das, wenn du rausgehst, Bruder? Jetzt mal ehrlich. Das ist immer unterschiedlich. Also die meisten machen entweder Fotos oder was, oder die sprechen mich so ganz normal drauf an. Aber natürlich habe ich hier und da mal auch so ein bisschen Anfeindungen abbekommen, aber nichts Großartiges, ne? Wahnsinn. Aber kannst du mir nur ganz kurz, ich weiß nicht, ob es lang dauert, vielleicht 1-2 Minuten, nur erklären, an diesem Tag, das interessiert mich wirklich sehr, wo das passieren sollte, wo die mit dir vorhatten, diese Tadschiken. Wie lief der Tag ab? Haben die dich angerufen oder wie kann man das sich vorstellen? Gar nicht. Die waren wie so ein Squad-Team oben am Dach am Warten, haben mich beobachtet und observiert, wie so ein Observationskommando. Ja, aber da könnte doch jeden Moment einer kommen von denen und dich abknallen, Mann. Ja, hatten ja vor, das ist das ja. Aber der Herr hat dazwischen geführt. Hast du irgendwas gemerkt, gespürt oder so? Hey, da ist irgendjemand oder keine Ahnung, irgendwas. Nein, ich habe die überhaupt gar nicht gemerkt. Nein, die haben sich oben auf den Dächern versteckt und alles. Und da haben die mich beobachtet und so. Ne? Alter, das ist Wahnsinn, Bruder. Da siehst du, wie Jesus, wie groß er ist. Ne? Da siehst du, was für ein Schutzengel und wie Jesus hinter dir hat ist und alles. Ne? Ja, der Herr Jesus sagt ja das und dann macht er, dann meint er das auch. Ne? Das ist Josua 1,9, wenn der Herr Jesus zu Josua sagt, ich bin mit dir, sei stark und mutig. Wahnsinn, Jungs. Ja, ich bedanke mich bei euch für die, ich will jetzt nicht so lange drin bleiben, ne? Also ich bedanke mich bei euch für die Antworten und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich gucke weiter rein. Wir hören uns, meine Brüder, ne? Okay, dann.
Hallo Amir. Hallo mein lieber Gott, segne dich und dein Familie. Ich jedenfalls. Ich hätte mal eine Frage, und zwar sehr oft in Diskussionen gegen Muslime oder Argumentation höre ich das Argument, ja, aber du kannst doch nicht die deutsche Übersetzung mit Arabisch vergleichen, was logisch eigentlich gar keinen Sinn macht. Was sagst du dazu? Das ist ja Quatsch, du kannst jede Sprache übersetzen. Töten heißt auch auf Arabisch töten und kann auch übersetzt werden als töten. Das ist aber bekloppt, sowas nicht zu übersetzen zu können. Ne? Genau, weil es gibt 200... Ausdruck, die meisten sich schämen, ne? Weil es gibt halt nämlich 200 Millionen Muslimen, Menschen, die muslimisch sprechen, also Arabisch, Entschuldigung. Und da denke ich mir, also kommt nicht mal eine Person mal auf die Idee zu sagen, komm, ich übersetze den Koran mal auf Englisch. Das ist einfach von logischem Sinn her einfach dumm. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber das ist, macht gar keinen Sinn. Ja, das ist ja dieses Bullshit-Bingo, ne? Das kennen wir ja. Es gibt ja einige blöde Sachen, die halt immer wieder erwähnen. Das hat nichts mit Islam zu tun, den Koran kann man nicht übersetzen, der Islam ist Frieden. Ne? Kannst du eins davon aussuchen. So nimmst du eine Schablone, Bullshit-Bingo, und dann kennst du die alle. Und dann kannst du eins davon immer auswählen. Welches davon willst du nehmen? Ah, ich nehme einfach mal, das hat mit Islam zu tun, Islam ist Frieden, im Koran ist, hat nichts mit Töten zu tun, so die ganze Zeit. Das ist das, was wir können. Amir, ich danke dir nochmal. Du machst echt gute Arbeit. Respekt, und möge Gott dich und deine Familie segnen. Amen, amen. Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. So. Moin, Amir. Moin, Reza. Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Auch mit dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke. Hast du das eben gerade gesehen, Amir? Wollte ich dir nur sagen, warum, ich wollte dich mal was fragen. Der Joker ist ja wieder live. Warum benutzt er immer eigentlich ein Bild von dir? Damit er Aufmerksamkeit bekommt. Ansonsten bekommt er keine Aufmerksamkeit. Ich glaube, der hat wohl zu viel Kamelurin getrunken, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und Nagellack, ne? Also, das ist ja klar. Nagellack, Kamelurin und diese Mischung ist sehr, sehr kompliziert. Das kann nur ein Hofnarr. Mein Hofnarr kriegt das gut hin. Ja, das jedes Mal, Alter, wird er mir angezeigt. Weißt du, trotz, dass ich ihm nicht folge, wird er mir mal... Die sind so dumm, dass sie vielleicht sogar noch Werbung machen mit meinem Foto so da hinten. Die denken, das schadet mir. Andere Muslime werden nur aufmerksam auf mich. Er irgendwie, eben gerade hat er so erzählt, Alter, da habe ich nur so lass mal das hinkommentiert, hat er eben erzählt gehabt, dass er dich mal irgendwie was gefragt hatte, irgendwie, wer war der erste Prophet aller Propheten irgendwie gewesen, und angeblich hattest du Moses und so weiter geantwortet gehabt und macht sich darüber irgendwie lustig, keine Ahnung, was er damit erreichen will, ja? Der Joker auch nicht. Der soll hier auch nicht irgendwie das Thema hier bei mir in meinem Stream sein. Das ist mein Hofner, der macht gut weiter Werbung für mich, und so ist das auch richtig. Du musst dir mal wieder auseinanderhelfen. Wie kann ich dir sonst weiterhelfen, mein Lieber? Nichts, ich wollte dich nur grüßen. Ihr macht euren Job richtig gut, ja. Ihr verbreitet das Evangelium, ihr sagt die Wahrheit, ne? Jesus ist ja die Wahrheit, ne? Und Hut ab, ehrlich. Also ich war ja schon ein paar Mal bei dir drin und echt Respekt. Ne, macht weiter so, ne? Deswegen, mein Lieber. Okay, ja. Gottes Leben euch noch, ne? Giovanni Trapadoni. Hallo, hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, ebenso. Reza, ich habe mal eine Frage, oder auch Amir. Guck mal, es gibt ja so viele Debatten und hin und her, ne? Eigentlich müssen doch alle religiösen und belesenen Leute, ich meine, du warst ja Habs, hast ja ein bisschen was abgemacht, und da hast du ja, wie soll man sagen, die Muße, dich damit intensiv zu befassen, weißt du? Ihr sagt immer Shisha-Muslim und so, aber im Prinzip haben die gar keine, ja, die haben jetzt nicht das Glück, in Anführungsstrichen, so die Zeit zu haben, sich damit so viel zu befassen. Wir haben hier auch genug Zeit, das ist eine billige Ausrede. Ja, Moment, okay, im Prinzip hast du recht, aber es ist halt einfacher, wenn du wirklich den ganzen Tag irgendwo eingesperrt bist. Da bist du konfrontiert mit dir selber so, und die anderen Leute sind halt so abgelenkt in dieser Gesellschaft, ist das schon schwieriger.
Das Problem ist, irgendwann hast du auch die Schnauze voll. Du kannst, hast keine Lust mehr, weil du keinen klaren Gedanken mehr fasst. Du weißt gar nicht, wie das ist. Du hast zwar zwei Zeit da drin, aber du gehst kaputt innerlich, ne, weil du dir voll die Sorgen machst. Verstehst du? Okay. Weil du ja, ja, weil du ja, wie du schon sagst, die ganze Zeit dort alleine bist. Ne? Das ist das. Naja, wie auch immer. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach, eigentlich muss doch schon seit Ewigkeiten, weißt du, irgendeine offizielle Debatte, seitdem es das Internet gibt, eigentlich geben. Und das muss, finde ich, zumindest klar aus dem Weg geräumt werden, so diese ganzen Missverständnisse. Und zwar nicht von irgendwelchen Leuten, sondern von Gelehrten. Weißt du, ich meine? Ja, im englischsprachigen Raum kannst du sehr, sehr gute Debatten dir angucken, ne? Von Leuten, die wirklich akademischen Grad haben, ne? Und Ahnung wirklich von der Materie haben. Da kannst du viel von lernen und auch denen zuhören. Das hat mich auch damals überzeugt, ne? Als ich dem Ahmad Didat zugehört habe und Josh McDowell, ne? Wurde Jesus Christus gekreuzigt. Auf Englisch kannst du es angucken. Ja, das war eine akademische Debatte und die haben dann ihre Beweise gebracht. Ahmad Didat hat sein Buch vorgestellt und der Josh McDowell hat darauf geantwortet und hat ihn komplett rasiert und widerlegt. Das war's. Islam ist Geschichte schon seit 1989 oder was? Okay. Ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt nie sowas mitbekommen. Wenn du sagst, sowas gibt es, vielleicht sollte ich das mir mal zu Gemüte führen. Ja, aber da findest du die akademischen Debatten, hier findest du gar nichts. Ja, hier sind alle so Selbstdarsteller, die schreien rum und es ist mir auch zu blöd so, ehrlich gesagt. Also. Ja, wenn du wirklich eine gute Debatte angucken willst, dann kannst du dir, musst du Englisch drauf haben. Also musst schon Englisch. Ob ich das so drauf habe, weiß ich nicht, aber mal gucken. Ja, ich kann dir das nur empfehlen. Das hat mich auch selber überzeugt. Da habe ich gedacht, der Islam ist für mich ab heute nur noch Geschichte. Ich wusste, dass der Islam schon eine Katastrophe war, aber das hat mir noch den restlichen so Bestätigung gegeben und ich wusste, alles klar, es gibt keinen anderen Weg als Jesus Christus. Das ist das. Okay. Ja, krass. Aber wenn ihr so belesen seid, warum macht ihr das nicht in Deutschland? Wäre doch auch nicht schlecht, denke ich. Ich hole doch jeden rein, der hier reinkommen möchte. Und dann ja, kann man hier drinnen sind auch Spezialmaterial, weißt du, was ich meine? Also egal, ob klein, groß, mittel, dünn, dick, egal, vollkommen egal. Ich Wissen. Denke, dass die Pierre Vogel so nie, ich meine, die reden zwar mit so Arafat und so, aber die reden nie mit religiösen Leuten, weißt du? Genau. Der Pierre Vogel ist schlau, der weiß ganz genau, mit wem er redet und mit wem nicht. Er möchte natürlich nicht, dass die Muslime anfangen, sich islamkritische Sachen anzugucken und zum Beispiel so jemanden wie mich, der die ganzen den an den Kopf brettert, wo er nicht dagegen irgendwas sagen kann. Ne? Das ist ich sag dir ganz ehrlich, das würde ich mir herbe gern reinziehen. Oder auch Abul Bara, der redet die ganze Zeit auch seine Sachen so. Keine Ahnung, warum die sich nie so der Konfrontation stellen. Das ist schon verheuchelt irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Also die kommt zwar mal rein und der schreit nur und ich kann mir so einen Typ nicht geben, aber dass sie einfach so sachlich einfach argumentieren, weißt du, wäre doch auch interessant für alle Leute so und ich denke, die würden auch ihre Zuschauer zahlen und Leute könntet ihr ziehen und nicht jetzt für Fame oder so ein Scheiß, sondern vielleicht könntet ihr eure Arbeit machen, die halt ihre auch, weißt du. Deswegen, ich würde gerne mal mit Pierre Vogel ein bisschen reden. Ne? Hoffentlich passiert das. Ey, der meinte auch zu mir, also beziehungsweise er meinte in irgendeinem Video, meinte, das Einzige, was ich mit dem zu reden habe, ist ein MMA-Kampf. der Friedensaktivist, der Pierre Vogel, der mal sagt, ich bin Friedensaktivist. Islam ist Frieden. Ich feiere den, Alter, mit diesen Sprüchen, die der gemacht hat. Musst du antreten, ja gut. Genau, da musst du antreten. Dann laber nicht so viel, da musst du antreten. Ihr Großmäuler. Der will doch den Irfan Peci auch schlagen, hat er gesagt. Der will irgendwie alle, gefühlt alle schlagen. Ey. Die ganze IS-Truppe will er schlagen. Der will die ganzen Sufis und alles mögliche wegboxen. Der will die ganzen Islamkritiker wegboxen. Das Einzige, was der wegboxt, ist sein eigenes Gesicht. Bumm, die ganze Zeit knockt er sich selber aus. Gut, ja. Alles klar. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ah, genau so. Danke dir. Ciao. Ja. Ausnocken. Danke. Nocki, Nocki. Zu dem würde das Lied Dings passen. Knock, knock, knocking on heaven's door. Zum Pierre Vogel. Knock, knock, knocking on. Ich kann nicht mehr. Er hat auch eine Bambusleitung, ey. Er hat auch hier eine Bambusleitung. Ja! Yeah.
Ja, ihr Lieben, okay, dann machen wir langsam mal für heute Schluss. Wir haben schon 10 Uhr. Ich glaube, alle wollen jetzt langsam mal schlafen gehen. Oder will noch jemand irgendwas sagen? Ansonsten machen wir jetzt eine schöne Gebet und preisen den Herrn, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann gehen wir langsam aber sicher in Hayabubu machen. Ne? Bleib da. Mach noch ein Fertigbrunnen. Hör auf mit dem Quatsch. Nein. Ja, meine Nase ist schon wieder verstopft hier. Hallo, Amir. Hallo, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Ich wollte dir nur sagen, mein Bruder schaut dich die ganze Zeit an, also jeden Tag, und du hast ihn auf dem richtigen Weg gebracht und er hat mir auch deine Videos alle gezeigt. Ich schaue auch jetzt und ich bin auch wegen dir jetzt auf dem richtigen Weg. Früher waren wir Jehovas Zeugen und ja, und mein Bruder redet so gut über dich, er ist so in dich verliebt. Ja, sagt der Bruder, ich liebe ihn auch. Und er sagt, du hast so eine Power, dass Gott dich ausnutzt, um andere Leute aufzuwecken. Und du sollst weiter so machen. Ja, Amen. Gott segne dich und deinen Bruder, ja. Danke, sehr lieb. Aber gibt es nicht irgendwo einen Platz, wo ihr seid, wo wir mit euch kommen können und so weiter? Ja, ich würde ja gerne mal mich mit allen von euch mal treffen und sehen und alles Mögliche. Aber das ist natürlich ein bisschen problematisch, ne, mit meinem Fall. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber irgendwann mal, so Gott will, wird es vielleicht passieren. Ne? Hoffentlich. Kann ich dich nur fragen, was hältst du über Jehovas Zeugen? Ja, das ist eine Sekte, ne? Also absolut. Der Gründer der Zeugen Jehovas ist ja Charles Taze Russell, ne? Und er war ja ein Hochgrad Freimaurer. Und selbst auf seinem Friedhof hat er so eine Pyramide da drauf. Hast du das schon mal gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Die Zeugen Jehovas haben den Gott des Herrn Jesus Christus ihm gestohlen, weggenommen und aus ihm irgendwie Erzengel Michael gemacht. Nur so ein Geschöpf. Ja. Aber ewig. Was ist der Unterschied also mit Jehovas Zeugen und für die Zeugen Jehovas erkennen Jesus nicht als Gott an, ne, dass der Jehova Fleisch ist, ne? Das ist für die geht gar nicht so, ne? Genau. Ja, die sehen das nicht, aber Jesaja 44,6 und Offenbarung 1,18, das ist einfach nur ein Knockout für jeden Zeugen Jehovas, ne? Der muss das akzeptieren, dass Jesus Christus Jehova im Fleisch ist, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Ja. Er kann nicht drumherum, das ist das Problem. Er kommt nicht drumherum. Mhm. Okay, ich will dich nicht weiter stören, aber vielen Dank, wirklich. Ja, alles klar. Schönen Abend. Dir auch, mein Lieber. Ciao. Danke, ciao. So. Ja, wundervoll. Auch andere Konfessionen oder was auch, Denominationen innerhalb der christlichen Strömungen, ne? Sehen, dass die auch das Ganze in Frage stellen und den trinitarischen Gott auch erkennen und anerkennen. Das ist das Schöne. Wundervoll. Ja, ich hoffe natürlich, dass sehr viele Zeugen Jehovas noch aufwachen und Jesus Christus erkennen, ne? Dass er Gott im Fleisch ist. Ja. Okay, ihr Lieben, dann machen wir jetzt langsam Schluss, ihr Wundervollen, und sehen uns dann, so Gott will, morgen. Ne? Ich glaube, ich mache mal morgen wieder einen guten Morgen-Stream. Mit den ganzen Leuten hier. Ein Morning-Stream. Danke, Nico. Ja, danke, dass ihr alle dabei wart. Möge der Herr euch segnen. Ja, ich weiß nicht, ihr werdet das sehen. Falls ihr das... Oh, danke schön, Cosinus. Gute Nacht. Falls ihr noch nicht hier macht das Plus weg oder was auch immer, ne, folgt, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ja, teilt immer die Streams, das wäre gut. Und lasst uns weiterhin, so gut es geht, viele, viele Menschen erreichen mit der Erlaubnis des Herrn. Und ja, ich hoffe natürlich für jeden Einzelnen von euch, dass ihr wahrhaftig Kinder Gottes seid und dass ihr auf dem Weg seid zum ewigen Leben. Amen. Das ist das Schönste, Schönste, was man jemandem wünschen kann, wahrhaftig Kinder Gottes zu sein. Okay, ihr Lieben, dann möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Ich bin jetzt weg. Und Amir, wer ist Bernackel? Ja, das hat der Typ ja gesagt, ne, der Veranstalter. Lisa, bist du noch da, Lisa?
Ja, du hast recht, Nuna Mila, bete noch, Bruder, okay. Wer auf die Knie gehen kann, der geht auf die Knie, wenn nicht, dann bleibt einfach sitzen. Ah, ja. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und danke von ganzem Herzen, dass du uns erlaubst, weiterhin Livestreams durchzuführen, Herr. Dein Wille soll immer in unserem Leben geschehen, Herr Jesus Christus, und nicht unser Wille, Herr. Wir wollen weiterhin dir dienen mit all unserem, was wir haben, mit unserem Leib, mit Leib und Seele. Wollen wir bei dir sein, Herr Jesus Christus, und dir auf Schritt und Tritt folgen, Herr. Bitte segne jeden Einzelnen, der hier drin ist. Bitte erhöre unsere Gebete, wenn wir zu dir beten, Herr Jesus Christus, und gewähre uns die Gebete, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, löse du die Probleme, die die Menschen gerade hier drinnen haben, Herr. Bitte du, öffne du die Augen der Menschen, die hier drinnen sind, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, dass sie dich erkennen, Herr, dass sie zur Wahrheit kommen, nämlich zu dir, Herr Jesus Christus, und deine Herrlichkeit annehmen, Herr Jesus Christus, für das, was du für sie getan hast, dass sie das anerkennen und gerettet werden, Herr, dass sie ihre Seelen in Sicherheit bringen, Herr. Denn bald kommst du ja zurück, Herr, und wir wollen ja vorbereitet sein, Herr. Und wir wollen dir weiterhin die Ehre geben, Herr Jesus Christus, und ja, auf dich warten, Herr. Wir warten alle auf dich und wünschen uns von Herzen, dass noch so viele Menschen wie möglich zum Glauben finden, Herr, und gerettet werden. Wir beten auch wieder für unsere Geschwister, Herr, die in den islamischen Ländern gerade, ja, entweder ihr Leben lassen müssen oder unter Repressalien leiden, Herr, und verfolgt werden, Herr, um deines Namens willen, Herr. Gebe du ihnen die höchste Stufe im Himmelreich, Herr Jesus Christus, und lasse sie in dein Himmelreich eintreten, Herr. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Okay, ihr Lieben. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir zugehört habt, ihr Wundervollen. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen und euch Frieden schenken in eurem Herzen. Amen. Okay, ich beende den Stream jetzt. Wir sehen uns bis morgen, ja, so Gott will. Macht's gut. Ciao.